Einen wunderschönen guten Abend, liebe Geschwister. Es ist immer so schön, ich habe es letztes Mal auch gesagt, von hier vorne kann man alle gleichzeitig begrüßen, man hat keinen vergessen. Das ist wunderbar. Wir wollen auch alle heute an diesem Lehrabend, wir wollen uns einstimmen auf die Lehre, auf das, was folgt, mit Gebet, mit dem Wort Gottes, mit Proklamation. Deswegen lasst uns das Wort bei uns haben, Halleluja, und lasst uns das Wort aufschlagen und das Wort proklamieren in Jesaja 51. Und wir wollen auch gemeinsam aufstehen. Jesaja 51, ab Vers 5. Und auch wenn dieser Raum etwas kalt ist, wir sind schon dabei, daran zu arbeiten. Das Feuer Gottes ist hier, Halleluja. Das Feuer Gottes erwärmt uns und geht über, ja, über die Kälte hinaus, Halleluja. Und erwärmt unser Herz. Und das Feuer Gottes, nicht nur im Sichtbaren, auch im Unsichtbaren, es bewirkt so viel. Und der Herr ist hier. Amen. Glaubst du, dass der Herr hier ist? Wer glaubt, dass der Herr hier ist? Halleluja. Glaubt ihr wirklich? Amen. Der Glaube versetzt Berge. Wir wollen schon so handeln und wandeln und glauben, feststehen im Glauben. Lasst uns gemeinsam Jesaja 51, ab Vers 5 proklamieren. Meine Gerechtigkeit ist nahe, meine Rettung zieht aus und meine Arme werden die Völker richten. Auf mich werden die Inseln hoffen und auf meinen Arm werden sie warten. Erhebt eure Augen zum Himmel und schaut auf die Erde drunten. Denn die Himmel werden vergehen wie ein Rauch und die Erde wird wie ein Kleid zerfallen und ihre Einwohner werden auf dieselbe Weise umkommen. Aber mein Heil wird ewig bleiben und meine Gerechtigkeit nicht zugrunde gehen. Hört auf mich, ihr, die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk, das mein Gesetz im Herzen trägt. Fürchtet euch nicht vor dem Schmähen der Menschen und entsetzt euch nicht vor ihrem Lästern. Denn die Motte wird sie fressen wie ein Kleid und die Schabe wird sie fressen wie Wolle. Aber meine Gerechtigkeit wird ewig bleiben und mein Heil von Geschlecht zu Geschlecht. Wache auf, ich höre euch nicht, liebe Geschwister. Ich höre euch wirklich nicht hier vorne. Ich weiß nicht, ob ich etwas an meinen Ohren habe, aber ich höre euch nicht. Liebe Geschwister, lasst uns proklamieren. Wir wollen proklamieren. Wie wir hier lesen, es geht nicht darum, was dein Nachbar denkt, wenn du laut sprichst. Du hast eine wunderbare Stimme bekommen. Deine Stimme soll eine Posaune sein. Halleluja. Eine Posaune für den Herrn, wo du ja laut rufst für den Herrn. Deswegen, wenn du nicht das Wort Gottes bei dir hast, geh zum Nachbarn. Ja, nimm es, Halleluja, und lasst uns proklamieren. Wir gehen nochmal Vers 5, Vers 6 und dann ab Vers 9 weiter. Vers 5. Meine Gerechtigkeit ist nahe, meine Rettung zieht aus und meine Arme werden die Völker richten. Auf mich werden die Inseln hoffen und auf meinen Armen werden sie warten. Amen. Erhebt eure Augen zum Himmel und schaut auf die Erde drunten, denn die Himmel werden vergehen wie ein Rauch und die Erde wird wie ein Kleid zerfallen und ihre Einwohner werden auf dieselbe Weise umkommen. Aber mein Heil wird ewig bleiben und meine Gerechtigkeit nicht zugrunde gehen. Und ab Vers 9, wache auf, ziehe Stärke an, du Arm des Herrn, erwache wie in den Tagen der Vorzeit und bei den Geschlechtern der Urzeit. Bist du nicht der, welcher Rahab zerschmettert und den Drachen durchbohrt hat? Halleluja. Stell dir selbst die Frage, bist du nicht der, welcher Rahab zerschmettert und den Drachen durchbohrt hat? Bist du nicht der, der Jesus Christus in dir trägt, der die Welt überwunden hat, damit du jetzt selbst überwindest? Halleluja. Bist du nicht der ein Sohn Gottes genannt wird, der eine Tochter Gottes genannt wird? Wer bist du? Halleluja. Der Herr stellt dir die Frage, wer bist du? Der Herr, ja, sagt dir, wer du bist, zeigt dir, wer du bist. Und das, was der Herr über uns ausgesprochen hat, daran sollen wir festhalten. Wir sollen daran, ja, uns, ja, berufen auf das, was der Herr sagt.
Aber wir wissen ja, der Geist, der in der Luft herrscht, im zweiten Himmel, er spricht ja in der Welt. Er spricht seine Gedanken aus und er sagt dir, wer du bist. Oder er will sagen, wer du bist. Aber die Frage ist, gehst du dagegen vor? Sagst du, nein, ich lehne ab, was der Feind über mich sagt. Ich bin kein Lügner mehr. Ich bin kein Versager mehr. Ich bin kein Verlierer mehr. Ich bin ein Gewinner. Halleluja. Ich bin ein Sieger in Jesus Christus. Mit Jesus bist du ein Gewinner. Halleluja. Mit Jesus bist du ein Gewinner. Aber die Frage ist, glaubst du daran? Glaubst du daran? Wandelst du wie ein Gewinner? Wandelst du wie ein König, wie eine Königin, wie ein Priester, wie eine Priesterin? Oder wandelst du noch wie ein Bettler? Das ist die Frage. Der Feind mit seinen Gedanken will dich dazu bringen, dass du bettelst, dass du denkst, du bist arm, du bist ein Verlierer, du musst um alles betteln. Nein, aber du bist ein Sieger in Jesus Christus. Halleluja. Und du darfst als König, mit dem Herrn sprechen. Du darfst den Herrn anbeten. Du darfst sein Wort gebrauchen. Und darfst sagen, Herr, du sagst in deinem Wort, Halleluja, dass deine Gerechtigkeit nahe ist, dass deine Rettung auszieht. Dort, wo mich Gedanken umkreisen, die dir nicht wohlgefällig sind, deine Rettung zieht aus, um mich zu befreien. Ich nehme alle Gedanken gefangen, die nicht von dir sind. Deine Arme werden die Völker richten. Und ich hoffe auf dich, Herr, Halleluja, dass wir das Wort nehmen, dass wir es für uns annehmen erstmal. Dass dieses Buch nicht tot bleibt in uns, sondern das Wort Gottes soll lebendig werden in uns. Amen. Deswegen sagt der Herr hier in Vers 9, wache auf, denn wenn du nicht weißt, wer du bist, dann sagt der Herr, wache auf. Und er sagt, ziehe Stärke an, du Arm des Herrn. Das heißt, zieh das an, was der Herr dir gibt. Nimm sein Wort, nimm die Waffenrüstung, zieh den Brustpanzer der Gerechtigkeit an, zieh den Schild des Glaubens, nimm ihn an. Hier geht es um Gerechtigkeit. Das heißt, zieh die Stärke an, zieh den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Lass dich nicht mehr niederdrücken vom Feind. Denn vom Herz geht das Leben aus. Was soll dein Brustpanzer bewahren? Dein Herz. Deswegen zieh den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Glaube an das Wort Gottes. Halleluja. Und dazu wollen wir im Psalm 119, Abvers 89, und dann wollen wir mit diesen beiden Stellen wollen wir ins Gebet gehen. Psalm 119, Abvers 89. Und lasst uns diese Stellen, die wir jetzt proklamieren, auch ins Gebet hineinnehmen. Dass wir sagen, Herr, ich danke dir, dass dein Arm mich rettet. Ich danke dir, dass dein Wort feststeht. Wie wir es lesen ab Vers 89. 1, 2, 3. Auf ewig, o Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Deine Treue währt von Geschlecht zu Geschlecht. Du hast die Erde gegründet und sie steht. Nach deinen Bestimmungen stehen sie noch heute, denn alles muss dir dienen. Wäre dein Gesetz nicht meine Freude gewesen, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Ich will deine Befehle auf ewig nicht vergessen, denn durch sie hast du mich belebt. Halleluja. Amen. Wir wollen dieses Wort nehmen, auch mit Erkenntnis beten. Das heißt, wenn der Herr sagt, alles muss dir dienen, das bedeutet auch, der Feind dient dem Herrn. Das heißt, der Feind soll dir nicht schaden, der Feind soll dir helfen, näher bei Gott zu sein. Glaubst du das? Amen. Paulus hat geschrieben, er ist dankbar, dass immer ein Engel des Feindes da war. Ein Dämon war da in seiner Nähe. Der hat ihn aber nicht weg von Gott getrieben. Der hat ihn nicht in Traurigkeit geführt. Der hat ihn zu Gott geschoben. Der hat ihn angestoben zum Herrn, weil er wusste, nur im Herrn habe ich meine Hilfe, nur im Herrn habe ich meine Kraft, nur im Herrn habe ich meine Freude, nur im Herrn, nur auf den Herrn kann ich mich verlassen. Das heißt also, alles muss dir dienen. Und deswegen, wenn du das annimmst, dieses Wort, dann wird dir auch alles zum Besten dienen, weil alles dient dem Herrn. Und wenn du dem Herrn nachfolgst, dann dient dir automatisch alles zum Besten. Amen.
Halleluja. Lass uns das ins Gebet nehmen. Halleluja. Lass uns dem Herrn danken dafür, dass uns alles zum Besten dient, dass alles dem Herrn dient. Und weil der Herr in uns lebt, alles uns dient. In Jesu Namen. Halleluja. Vater, ich danke dir. Halleluja. Dass du uns dein Wort gegeben hast und dass dein Wort der Schlüssel ist, Vater, um zu glauben, um durchzubrechen im Glauben. Nicht das Wort, Vater, wo der Buchstabe tötet, Vater, sondern das Wort, das offenbarte Wort Gottes. Halleluja. Wo es heißt, Vater, alles muss dir dienen, Vater. Ja, danke, Vater, dass alles dir dienen muss, Vater. Dass da nicht eine Sache ist, die dir nicht dient, Herr. Oh, Vater, danke, Halleluja, dass dadurch alle Dinge uns zum Besten dienen. Halleluja. Oh, Vater, wir erheben unsere Stimme zu dir. Halleluja. Denn du bist würdig, Vater, ja, dass wir dir Dankopfer darbringen, Vater. Dass wir dir danken, dass wir nachsinnen über dein Wort und sagen, ja, Herr, du hast es wunderbar gemacht. Ja, Herr, Halleluja. Du hast alles in Gerechtigkeit gegründet, Vater. Oh Herr, und dort, wo der Feind aktiv ist, dort, wo der Feind umkreist oder da, wo der Feind sogar noch in uns ist, Vater, wo der Feind noch Raum hat, Vater, es soll uns nicht mehr schaden. Es soll uns zum Besten dienen. Es soll uns näher zu dir führen, Vater. Dort, Vater, wir wollen uns nicht mehr beklagen, sondern wir wollen im Glauben uns erheben und sagen, Herr, du sagst, alles ist möglich für den, der glaubt. Du sagst es in deinem Wort, Herr. Deswegen, Herr, Vater, ich proklamiere, dass alles, Vater, was vom Feind ist, Vater, mir zum Besten dient in Jesu Namen. Dass überall, wo der Feind noch aktiv ist, dass er rausgehen muss im Namen Jesus Christus. Und wo er noch nicht rausgegangen ist, ich will nicht murren, ich will mich nicht beschweren. Dort, wo der Feind noch in meinem Leben aktiv ist, ich will mich nicht beklagen, sondern ich will, Vater, dich suchen, Vater, um frei zu werden. Ich will dir danken, Vater, denn alle Dinge dienen uns zum Besten, Vater. Du hast alles wunderbar gemacht. Du sagst alles, Vater. Halleluja. Denen, die nach dem Vorsatz dazu berufen sind. Das bedeutet, denen, die an dein Wort glauben, denen, die deine Gesetze lieben, Vater. Denn dein Gesetz, Vater, wie du sagst, im Psalm 119, ist auf ewig gegründet. Halleluja. Du hast alles auf ewig gegründet, Vater. Und wir wollen, Vater, in der Ewigkeit wandeln. Wir wollen mit unseren Gedanken, Vater, nicht auf das Irdische schauen, nicht auf das Zeitliche schauen, sondern auf das Ewige, Vater. Das, Vater, was du festgesetzt hast, Halleluja, was in Ewigkeit bleiben wird, Vater. O Herr, und das, was bleiben wird, ist deine Liebe, Halleluja. Du hast dich aus Liebe hingegeben, damit wir uns zuerst, gemäß Galater 5, die Frucht des Geistes aber ist die Liebe und die Freude und der Friede, damit wir dann aus der Liebe heraus uns freuen, damit wir dann einen Frieden empfangen, nicht wie die Welt gibt, Vater, sondern den Frieden, den du gibst, Vater, wo du sagst, Halleluja, ich gebe euch meinen Frieden, aber erschreckt nicht, oh Vater, oh Halleluja, wir danken dir, Vater, dass wir durch deine Liebe Zugang haben zur wahren Freude, dass wir durch deine Liebe Zugang haben zum wahren Frieden, dass in dir der wahre Frieden ist, Vater, und alles, Vater, was in mir ist, was diesen Frieden bekämpfen will, muss weichen, muss loslassen. Im Namen Jesus, Halleluja. Denn Vater, Halleluja, du bist mein Vater. Du bist mein Gott, Halleluja. Ich halte mich an dich, Vater. O Herr, und dort, wo ich noch Zweifel habe, ich lehne sie ab im Namen Jesus Christus. Ich lehne die Zweifel ab. Ich nehme dein Wort im Glauben an. Heute, wenn heute dein Wort verkündet wird, Vater, ich möchte, Herr, mich entscheiden, nicht zu zweifeln an deinem Wort. Ich lehne ab, im Verstand zu bleiben und darüber nachzusinnen, ob es wahr oder falsch ist, ob ich ja hier die Zeit verschwende oder nicht. Nein, Vater, ich möchte glauben, Halleluja, dass Vater, wenn ich, Vater, glaube, Halleluja, ich Berge versetzen werde, dass wenn ich glaube, Halleluja, ich, Vater, Erkenntnis gewinnen werde, Vater. O Vater, und wenn ich deine Liebe trage, dass dies alles auch nicht umsonst war, dass dies alles, Vater, auch für die Ewigkeit ist, Halleluja. Oh Vater, ich will glauben, dass mit deiner Hilfe, Vater, wie du sagst, Vater, Gold, Vater, ins Reich Gottes bringe, Silber, Vater, Halleluja, und nicht Stroh und nicht Holz, gemäß Korinther, Halleluja, gemäß dem Korintherbrief, Vater. Ich lehne es ab, Vater, meine Zeit zu verschwenden und dein Reich zu bebauen mit Stroh, mit Holz. Oh Vater, ich will, Vater, raustreten im Glauben aus allen Teufelskreisen. Dort, Vater, wo ich jetzt erkenne, wo ich mein Leben heute erkenne, wo ich im Kreis gefangen war, Vater. Halleluja. Dort will ich dir danken, Vater, dass, Halleluja,
Halleluja. Du mir heute die Erkenntnis gibst, dass ich da raustrete, Halleluja. Dass ich da raustrete, Vater, aus den Kreisen, Vater, des Feindes. Dass ich raustrete, Vater, aus der Gefangenschaft des Feindes. Dort, Vater, wo ich heute erkenne, durch dein Wort, dass ich noch gefangen bin in meinem Bereich meines Lebens. Dass ich heute durch dein Wort erkenne, dass ich noch gebunden bin in gewissen Bereichen meines Lebens. Oh Vater, ich möchte es mit Dankbarkeit annehmen. Ich möchte, Vater, sehen, Herr. Ich lehne es ab, ja Vater, das einfach hinwegzulegen, Vater, und blind zu bleiben, Herr. Oh Vater, öffne uns heute die Augen. Öffne uns heute unser Herz, Vater. Zeig uns heute, Vater, was du vorhast. Heiliger Geist, Halleluja. Oh, hilf uns auch, dass wir, Vater, nicht denken, was der andere über uns denkt. Nicht denken, Vater, was der Nächste über uns denkt, Vater, sondern dass wir ausgerichtet sind auf deine Gedanken. Dass wir denken, Vater, oh Herr, was denkst du? Oh Herr, was machst du? Dass wir, Vater, verbunden sind mit dir. Dass wir nicht, Vater, verbunden sind mit der Welt. Verbunden sind, Vater, mit unserem Fleisch. Sondern dass wir uns entscheiden, Vater, in der Nachfolge unser Fleisch zu kreuzigen. Oh Vater, und abzulehnen, Scham zu haben. Unser Herz vor dir zu öffnen. Dass wir ablegen, Vater, Halleluja, im Kreis zu drehen. Im Namen Jesus Christus, Halleluja. Denn, Vater, du gehst durch dein Wort vor uns her. Und wir müssen nur hinterher. Wir müssen nur annehmen. Wir müssen nur Ja sagen. Denn du hast den Weg geebnet. Du gehst einen Schritt vor, Vater. Und wir wollen folgen. Du gehst vor und wir folgen, Vater. Du sagst dein Wort. Ziehe mich, so laufen wir. Ziehe mich, so laufen wir. Vater, ich entscheide mich heute, Vater, mich von dir ziehen zu lassen. Getrieben sein vom Heiligen Geist. O Herr, denn du sagst dein Wort, Halleluja, dass die heiligen Menschen getrieben vom Heiligen Geist sind, Halleluja. Und wir wollen uns treiben lassen von dir, Heiliger Geist. Wir wollen uns treiben lassen von deiner Führung. Wir wollen uns treiben lassen, Halleluja, von deiner Wahrheit, Halleluja. Übernimm die Kontrolle, Vater, an diesem Ort. Übernimm die Kontrolle, Heiliger Geist, Halleluja. Wir danken dir, Vater, Halleluja, dass du uns deinen Geist gegeben hast, damit wir getrieben sein können von dir. Damit wir nicht mehr getrieben sein können von dem Druck dieser Welt, von den Gedanken dieser Welt, von den Gedanken des Fleisches, sondern dass wir getrieben sein können von dir, Herr. Halleluja. Und dass du unsere Seele erneuerst, Vater. Dadurch, Vater, dass du, Heiliger Geist, uns näher zum Vater führst, dass du den Vater offenbarst, dass du uns den Vater zeigst, Halleluja. Dass du uns die Gedanken des Vaters zeigst, in Jesu Namen. Oh, Basha, Yakata, Balabasa, Menke, Reabaya, Sokorosa, Menke, Yakata, Reabaya, Vater, Moja, Katariba, Yakabalabasa, Menke, Reakaya, Kalabasa, O Monosava, Yakanta, Balabasi, Kantava, Yakalabasa, O Yokoto, Yokoto, Yokontraba, Arashika, Yakabasi, Menke, Reakabasi, Kantrovolosum, O Bayakata, Balabasi, Kantalabasa, O Nonos, Nakabade, Yakatare, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Herr, öffne du mir die Augen. Herr, öffne du mir das Herz. Ich will dich sehen. Ich will dich sehen. Herr, öffne mir die Augen. Halleluja. Herr, öffne du mir die Augen. Herr, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen. Ich will dich sehen. Ich will dich sehen in deiner Pracht. Leuchtend erhoben und herrlich, gieß aus deiner Liebe und Kraft. Wir singen heilig, heilig, heilig. Ich will dich sehen in deiner Pracht. Leuchtend erhoben und herrlich. Gieß aus deiner Liebe und Kraft. Wir singen heilig, heilig, heilig. Wir singen heilig, heilig. Heilig, 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 Halleluja. Heilig, 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 ich will dich sehen. Halleluja,
Halleluja. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Hallelujah. Who is he? Waymaker, hallelujah. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are, hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Hallelujah. Halleluja. Gib mir dem Herrn einen Applaus. Amen. Halleluja. Halleluja. Vater, wir danken dir. Halleluja. Halleluja. Wir danken dir, Vater. Herr. Du bist hier. Halleluja. Du bist hier, Vater. Du sagst, Vater, Halleluja. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Halleluja. Du, Vater, machst frei. Du schenkst uns die wahre Freiheit. Halleluja. Halleluja. Oh, Bayakatakarabayaseke, Belehakantra. Danke, Vater. Halleluja. Der Herr macht frei. Amen. Amen. Der Herr macht wirklich frei. Halleluja. Amen. Oh Herr, der Herr möchte dich heute freisetzen durch Amen. Sein Wort. Der Amen. Herr möchte sich heute frei bewegen hier in Amen. Diesem Ort. Wenn jemand schief singt, wenn jemand ja, den falschen Ton oder den richtigen Ton nicht trifft, schäm dich nicht. Du brauchst Amen. Dich nicht zu schämen. Halleluja. Halleluja. Wir schämen uns nicht. Wir schämen Amen. Uns dessen, was wir früher getan haben. Halleluja. Wir schämen uns dessen, wo wir herkommen, wo wir in Sünde gewandelt sind. Dessen schämen wir uns. Wie das Wort Gottes sagt, die Dinge, die ihr getan habt, deren ihr euch jetzt schämt. Aber schämst du dich vor dem Herrn zu singen? Nein. Schämst du dich, ja, den Ton nicht richtig zu treffen? Nein. Wenn die Antwort nicht nein ist, dann bitte melde dich bei dem Mann Gottes. Und lass uns durch diese Befreiung gehen. Lass uns durch diese Befreiung gehen. Der Herr möchte freisetzen, Halleluja. Der Herr möchte uns in die vollständige Freiheit führen. Wir waren an Orten, wo teilweise gesungen wurde, besser als was man hört, überall, im Radio oder sonst wie, alles perfekt. Aber wir waren auch an Orten, dort hat man schief gesungen. Und der Herr prüft dich, wie gehst du damit um? Richtest du oder sagst du Halleluja, Ehre sei dem Herrn, Halleluja. Halleluja. Aber wir werden wachsen, wir werden lernen für den Herrn, zur Ehre des Herrn, nicht damit wir geehrt werden, sondern zur Ehre des Herrn. Aber Amen. Wir brauchen uns nicht mehr zu schämen. Wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten. Halleluja. Amen. Wir wollen wachsen in der Gottesfurcht. Wir wollen wachsen in der Erkenntnis des Herrn. Amen. Wir wollen unseren Vater kennenlernen. Warum Danke, bist du Jesus. Heute hier? Amen. Warum bist du hier? Du bist hier, um den Vater kennenzulernen. Du bist hier, um das offenbarte Wort Gottes zu hören. Um aufgebaut zu werden. Dort, wo du kommst aus deinem Alltag. Dort, wo du kommst, um den Herrn zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich bete dich an. Amen. Ich gehöre dir, Halleluja. Halleluja. Dir allein gebührt die Ehre, wo du sagst, Herr, ich gebe dir meine Gedanken. Ich lege alles vor dich nieder. Und wenn du das tust, Halleluja, dann kommt der Herr mit seiner Kraft. Aber wenn du andere Gedanken hast oder den Gedanken Raum lässt, weil du kannst andere Gedanken haben, aber du kannst aktiv dagegen vorgehen. Aber wenn du Gedanken hast und nicht dagegen vorgehst, dann wirst du nicht diesen Durchbruch erleben. Dann wirst du nicht das erleben, was der Herr bereitet hat für dich. Ja, stell dir vor, der Herr bereitet hier einen fetten Tisch, voll mit Speise, mit Honig, mit allem, was wir brauchen. Und die Speise, die Ausgabe geht nur an die, die wirklich kommen. Die kommen, die offen sind. Halleluja. Wenn du geschlossen bist, die Speise kann nicht reingehen. Die Speise dringt nicht durch. Aber der Herr möchte ausgeben. Der Herr möchte, dass du nimmst. Der Herr sagt, hier bin ich, esst, trinkt. Halleluja. Esst und trinkt. Amen. Halleluja. Was lesen wir im Prediger? Ja, wie wunderbar ist es für den Menschen, der mit Freude essen und trinken kann. Der das genießen kann. Amen. Aber hier geht es auch um die Speise des Herrn. Genieße die Speise des Herrn. Kannst du, wenn wir das Wort Gottes hören, einfach genießen und sagen, Herr, sprich heute zu mir.
Sprich Amen. Heute zu mir durch den, der spricht. Amen. Ich möchte hören, was du sagst. Ich möchte eine Antwort haben auf die Situation in meinem Leben. Und wenn du Amen. Glaubst und so auch solche Gedanken hast, der Herr wird übernatürlich zu dir sprechen heute. Der Herr wird sprechen. Deswegen bereite dich jetzt schon vor und frag dich, okay, Herr, was ist gerade dran in meinem Leben? Und stell dir die Frage, Herr, ich möchte diese Antwort, ich möchte das und das. Und du bittest den Herrn. Und dann glaub jetzt schon, dass du es empfangen hast. Und dann kommt der Herr und er antwortet. Halleluja. Er antwortet. Er antwortet. Das ist sein Wort. Amen. Amen. Wir dürfen jetzt schon glauben, als hätten wir es empfangen. Wir sehen es bei Kindern, die glauben bereits, sie haben es noch nicht gesehen. Sie glauben schon. Wenn wir einem Kind sagen, wenn der Vater seinem Kind sagt, ich gebe dir morgen das, das Kind zweifelt nicht. Das Kind nimmt einfach an. Es nimmt die Speise des Vaters auf. Es nimmt auf, was der Vater gesagt hat. Das Wort des Vaters hat Raum in dem Kind. Ja, ich gebe dir morgen ein Spielzeugauto. Ah, Halleluja, Spielzeugauto, es ist schon da. Es ist schon da. Wenn der Herr heute sagt, ich liebe dich, mein Kind. Oh, Halleluja. Wunderbar. Herr, ja, wo der Herr sagt, ich möchte dich befreien. Oh, ja, die Freiheit kommt. Halleluja. Es soll so sein. Nur dann wirst du richtig durchbrechen. Ansonsten wird es schrittweise gehen, aber du wirst merken, es geht auch immer wieder Schritte zurück, weil die Zweifel da sind. Und es geht nicht richtig vorwärts. Deswegen, der Herr möchte, dass du heute durchbrichst. Durchbrichst, Halleluja. Ich sage das nicht, um eine Person anzugreifen. Nein, der Herr spricht so, um dich zu ermutigen, heute dabei zu sein. Halleluja. Um zu empfangen. Amen. Halleluja. Denn der Herr kommt bald. Aber sind wir wirklich bereit, wenn der Herr kommt? Sind wir bereit? Der Herr sagt, wenn der Sohn des Menschen kommt, werde ich auch den Glauben finden auf Erden. Es ist der Glaube, den ich gerade beschreibe. Der Glaube, den ein Kind hat. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, ihr könnt nicht ins Reich Gottes eintreten. Wir müssen diesen Glauben haben. Es ist keine Option, es ist nicht mein Ratschlag, hab vielleicht diesen Glauben. Nein, es ist die Grundbedingung, wenn du zum Herrn kommen möchtest, wenn du etwas haben möchtest vom Herrn oder wenn du durchbrechen möchtest von dem Herrn. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Ohne Glauben gefällst du dem Herrn nicht. Aber der Herr möchte und glaubt. Er glaubt, dass er dich aus deinem Unglauben rausholt, auch der du online zuschaust. Er glaubt, dass er dich aus den Zweifeln rausholt, damit du durchbrichst. Amen. Amen. Halleluja. Das ist das, was der Herr heute vorhat mit dir. Und du wirst empfangen, wenn du glaubst. Amen. Halleluja. Ja, wir wollen hören, was der Herr heute sagt. Halleluja. Und ja, Amen. Halleluja. Gott ist gut. Amen. Gott ist wunderbar. Wie geht es euch? Amen. Amen. Halleluja. Ja, ich möchte erstmal in drei Phasen gehen. Die erste Phase möchte ich schnell was geben und dann beten wir und dann machen wir weiter mit der Lehre. Hast du ein Mikrofon? Okay, hol dir ein Mikrofon. Ja, Gott ist gut. Amen. Ja, die erste Phase, wir haben mit der territoriale geistliche Kampfführung gestartet. Ich möchte, dass wir begreifen, worum es geht, wenn man um territorialische Kampf, geistliche Kampfführung redet. Wir wissen ja, dass aus Deutschland ist die Reformation gestartet. Aus Deutschland. Es war ein Feuer, was Gott prophetisch angezündet hat. Denn, wie wir sagen, Martin Luther hat eine prophetische Begabung bekommen, prophetische Vision bekommen und er ist durch diese Vision gelaufen, trotz die Kämpfe oder Angriffe, was er erleben sollte. Und dann kam der Feind. Diese Feuer, was gestartet wurde und das sich weit weg, weltweit verbreitet hatte, irgendwann ist dieses Feuer in diese Nation gelöscht worden. Anstatt geistliche Werke, man hat menschliche Werke in der Gemeinde eingeführt.
wie zum Beispiel Theologie. Die Gemeinde hat sich mehr die Welt angepasst. Die Gemeinde hat sich von dem Wege Gottes entfernt. Alles, was mit Frucht des Geistes, geistliche Dienste, Dienst der Geistes oder geistliche Dienste, Gabe des Geistes, sind nach und nach aus der Gemeinde. Wir wissen ja, Johannes 10, Vers 10 sagt, der Teufel kommt zum Stehlen und hat die Anbetung gestohlen in der Gemeinde. Und der Mensch ist in dem Mittelpunkt. Der Mensch ist wie im Garten. Denn diese Angriffe, was die Gemeinde erlebt hat, ist nichts Neues. Und es gibt nichts Neues unter die Sonne. Dieselbe Schlange, die im Garten Eden kam, um die Anbetung zu klauen, der hat die Anbetung geklaut. Dieselbe Schlange hat sich durch die Jahre, durch die Generationen, er hat sich immer bewegt. Der Satan war im Garten Eden, als der erste Mensch geschaffen wurde. Er hat alles gesehen, er hat alles erlebt, er hat gehört, dass der Mensch die Herrschaft über die Erde bekam. Und er wusste, im Himmel habe ich nicht geschafft, Gott zu entthronen. Ich habe jetzt die Möglichkeit, Gott eine Niederlage zu geben, hier auf Erde. Ich werde ihn besiegen. Was hat er gemacht? Er hat das Bild und die Ähnlichkeit Gottes angegriffen, der Mensch. Der Mensch war Gott auf der Erde. Der Mensch war der Repräsentant Gottes auf der Erde. Der Mensch war das Bild, die Spiegelung. Gott ist Gott der Ewigkeit. Gott hat Himmel und Erde geschaffen, um nah an den Menschen zu sein. Sonst, Gott ist der Gott der Ewigkeit. Er stammt aus der Ewigkeit. Amen. Deswegen heißt es, Himmel und Erde könnte ihn nicht befassen. Und der Satan war dabei. Diese alte Schlange war dabei. Die Schlange hat den Mensch verführt. Der Mensch ist in Sünde gefallen. Und wir sehen auch in der Zeit von Mose, dieselbe Schlange kam durch Datan und Abiram. Dieselbe Schlange kam, um versucht, das Volk zu verführen. Dieselbe Schlange kam durch Bileam und Balak, um das Volk in Sünde zu verführen. Dieselbe Schlange geht von Generation zu Generation. Jetzt kommt Jesus Christus, der letzte Adam, und möchte alles wiederherstellen. Denn Jesus kam, um die verseuchte Boden Israel zu reinigen. Nicht nur die Böden Israel, sondern die Menschheit kam er, um die wieder zu reinigen. Gedenk daran, der Mensch stammt aus dem Boden. Wenn der Mensch sich versündigt, die erste Dinge, die Sünde der Menschen spürt, ist der Boden. Der Boden erlebt. Der Boden wird verschlossen. Es wird keine Nahrung, keine Schätze, nichts mehr aus dem Boden. Deswegen, als Adam und Eva sich versündigten, der Boden wurde komplett verflucht. Diese Schlange kam, er sieht Jesus. Er weiß, er schaut die Menschheit, er erkennt, dieser Mann, Jesus, sieht aus wie der erste Mann, den ich begegnet bin im Garten. Denn man redet von der erste Adam und der letzte Adam. Der letzte Adam kommt als Jesus Christus und er ist in der Garten Gottes. Er kommt, um den Garten Gottes wiederherzustellen. Er kommt um die Herrschaft. Er kommt um die Fruchtbarkeit. Er kommt um das Leben. Er kommt um den Sieg wiederherzustellen. Adam, die Schlange sieht das und denkt, er versammelt seine Fürsten, er versammelt seine Herrschaften, er versammelt seine Autoritäten, er versammelt seine Dämonen. Er sagt, seht ihr diesen Mensch? Das ist der letzte Adam. Wenn wir ihn nicht kriegen, dann haben wir Probleme. Alle waren einverstanden. Ich rede wie ein Prophet. Propheten reden immer, als ob die dabei waren. Denn Prophet sieht manchmal Sachen. Und was sagen seine Engel? Die sagen, wir waren im Himmel, wir kennen ihn. Ich denke, er hat die Herrschaft. Wenn du ihm die Herrschaft der Welt anbietest, er will sich vor dir beugen. Sagt man, okay, ihr habt gut geredet. Aber wir müssen eine Zeit warten, wo er schwach ist. Jesus kommt 30 Jahre lang.
Jesus war in der Schule, er war in dem Tempel, er war in der Synagoge, er hat gelernt. Die Bibel sagt, er wuchs in Weisheit und in Erkenntnis und in alles. Jesus war Gott, er war der Sohn Gottes, aber er dürfte diese ganzen Prozedur gehen. Viele würden sagen, er war doch Gott, aber warum musste er lernen? Warum musste er durch in der Synagoge gehen, mit der Priester reden? Warum könnte er nicht sofort mit Kraft anfangen? Nein, Gott hat bestimmte Prinzipien. Und Jesus Christus, dadurch, dass er akzeptiert hat, als Mensch zu kommen, er sollte die ganzen Wachstumsprozedur gehen. Er sollte durch die Taufe gehen. Er sollte sich Johannes der Taufe unterordnen, demütigen. Denn auf der Erde, Johannes der Taufe war die höchste Salbung in dieser Zeit vor Jesus Christus. Er sollte sich unterordnen, demütigen. Denn er kam, um uns die Wege zu zeigen. Er sollte nichts an Rebellion in Jesus, nichts an Falschheit. Er sollte in allen sich demütigen und unterordnen. Er ging diesen Weg. Und dann bis zum 30 und so weiter, bis die Zeit kam, wo er am Kreuz gehen sollte. Aber Jesus kam, er hat eine Berufung zu dienen. Wann hat er mit seinem Dienst angefangen? Wann? Wie alt war er? 30. Er hatte eine Berufung. Prophetisch, apostolisch, Lehrer, Pastor. Aber 30 Jahre lang hat er seine Berufung getan. Nein. Er ist seine Berufung eingetreten, nachdem er getauft war. Und er war getauft, der Geist führte ihn erstmal in die Wüste. 40 Tage war er in die Wüste, wo er fastete. Diese Fasten war die Vorbereitung der Diensteintritt. Und er kommt in der Wüste, 40 Tage, der Feind kommt und greift ihn an. Er war schwach, er hatte 40 Tage nicht gegessen. Und als Mensch, er könnte sagen, das ist eine gute Möglichkeit, Steine aus Brot. Die Gedanke, warum bin ich nicht bis jetzt aus dieser Gedanke? Gott kann mir, hat mir noch die Kraft. Nein, er sagte, der Mensch wird nicht nur von Brot allein leben. Und der Feind trägt ihn über den höchsten Berg und sagt ihm, siehst du die ganzen Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit? Wenn du dich vor mir niederbeugst, hör mal zu. Wenn du dich vor mir wieder beugst und mich anbete, alles wird dir gehören. Man hört immer Leute, Christen, ich habe keinen Bock mehr, die Christen zu nennen. Entschuldigung. Christen sagen, weil wir Christen sind, wir sitzen in der Gemeinde, wir loben ein bisschen, nichts kann passieren. Jesus war der Sohn Gottes. Jesus war die Kraft. Aber Satan kommt und wagt, Jesus anzugreifen. Er kommt, er wagt, Jesus zu versuchen. Er nimmt Jesus, bringt ihn an der Höchste. Er hat diese Fähigkeit, er hat diese Kraft, der Satan. Er nimmt ihn in der Höchste. Jesus ist bis jetzt still geblieben. Jesus könnte Feuer vom Himmel. Nein, er wusste, ich habe einen Auftrag. Es gibt bestimmte Dinge. Egal wie du berufen bist, du darfst dich nicht so viel in die Öffentlichkeit zeigen, bis die Zeit Gottes kommt. Es gibt bestimmte Kämpfe, die werden erscheinen an dem Tag, wo du in den Dienstsalbung eintrittst. Die Kämpfe werden anders sein. Wir werden irgendwann mehr reden über die Geister, die die Dienst angreifen. Es gibt Geister, die greifen dich nicht, wenn du nicht im Dienst bist. Aber ab dem Moment, wo du den Mantel der Dienst eintritt, diese Geister fangen an, dich anzugreifen. Wir als Männer Gottes und Frauen Gottes, wenn du berufen bist im Dienst, bestimmte Sachen musst du begreifen. Sonst wirst du deinen Dienst eintreten und du wirst nicht mal 2 Jahre ausharren. In deinen Dienst, du wirst aufgeben.
ergreift Jesus, bringt ihn an der höchste Spitze und zeigt ihm den ganzen Erdkreis und die Herrlichkeit. Wenn du dich vor mir, denkst du, wenn der Feind zu Jesus Christus geht und sagt, beug dich, ich gebe dir alles, er wird nicht zu dir kommen, er wird zu dir kommen. Er wird zu dir kommen. Und er wird dir alle möglichen Dinge anbieten, damit du dich vor ihm niederbeugst. Denn die ganze Erde beugt sich vor Satan. Die ganze Erde muss sich vor Satan beugen. Aber es gibt einen Mensch, der abgelehnt hat, sich vor ihm zu beugen. Jesus Christus. Deswegen könnte Jesus diese alte Schlange am Kreuz Golgotha zerstören. Wie im 1. Mose Kapitel 3 steht, die Same der Frau wird den Kopf der Schlange zertreten. Und Jesus hat das getan. Er hat das erfüllt. Jesus hat seinen Auftrag erfüllt. Und Jesus Christus hat uns Vollmacht gegeben. Vollmacht gegeben, dieselbe Dinge, die er getan hat, dass wir die tun in unserem Leben, in dem Leben unserer Geschwister, in dem Leben der Gemeinde. Jesus wird nicht mehr kommen, Dämonen austreiben. Jesus wird nicht mehr kommen, Hände auf Kranken legen. Jesus wird nicht mehr kommen, Menschen heilen. Er wird nicht kommen, nein, er hat das schon erfüllt. Es ist die Aufgabe, die Aufträge der Gemeinde, Dämonen auszutreiben, Kranken zu heilen, Menschen, die zerbrochene Herzen wieder aufzubauen, Familien, die kaputt sind, wieder neue zu errichten. Das ist die Aufgabe der Gemeinde, nicht die Aufgabe Gottes, nicht die Aufgabe Jesus. Er hat das getan, er hat uns Vollmacht gegeben. Er sagt, ich gebe euch Vollmacht, gegen Schlangen und Skorpionen zu treten. Wann war das letzte Mal, wo du gegen einen Schlangen und Skorpionen ins Sichtbare getreten hast? Niemals. Aber wann war das letzte Mal, dass du das im Geist getan hast? Warst du schon mal in der Gemeinde? Man hat Schlangen und Skorpionen aus Menschen ausgeschlossen. Warst du schon irgendwo? Du hast es getan. Wenn du noch nicht erlebt hast, seitdem du Christ bist, dann hast du ein Problem. Dann gib ein Problem. Denn mein Meister sagt, dass dieselbe Dinge, die er getan hat, wir werden dieselbe tun und noch mehr. Wenn du nicht danach strebst, mehr zu erleben, wenn du nur strebst, die Heilung zu erleben, Gott muss dich nicht heilen. Wenn du danach strebst, aus der Armut, Gott muss deine Armut nicht wegnehmen. Vielleicht dient deine Armut, dich in Demut zu halten. Vielleicht dient deine Krankheit, dich in Demut zu halten. Was war mit Paulus? Er hatte etwas im Körper. Wir sagen, Herr, du musst erstmal mich heilen, damit ich diene. Du willst selber ohne zu dienen. Die Schlange ist da. Diese alte Schlange war im Garten. Wem gehörte dieser Garten? Wem? Ich höre, Satan kann nicht in der Gemeinde, Dämonen können nicht in der Gemeinde. Der Garten war neu geschaffen, oder? Wer kam in den Garten? Es war doch ein heiliger Ort, oder? Der Garten war ein heiliger Ort, aber der Satan kam im Garten. Er darf kommen, aber er darf den Garten nicht anfassen. Warum? Weil Gott Bewacher in den Garten gelegt hat. Du bist der Bewacher deines Hauses. Der Satan kann nicht in dein Haus zerstören. Wenn er zerstört, dann bist du eingeschlafen. Und deswegen sagt die Bibel, wach auf. Seid wachsam. Bete, denn eure Widersacher, die Schlange, die läuft, der läuft wie ein brüllender Löwe. Wo läuft er? In dem Garten. Wo ist der Garten Eden? Die Gemeinde. Wo ist der Garten Eden? Deine Familie, deine Ehe, dein Leben ist der Garten. Du bist der Bewacher, dein Garten. Gott wird nicht kommen und bewachen. Nein. Und die Bibel sagt in Psalm 34, die Engel Gottes lagen in der Nähe, die ihn fürchten. Aber der Engel Gottes, der in deiner Nähe ist, solange du in Sünde lebst, er hat keine Kraft, dich zu verteidigen. Die Engel Gottes haben nur Kraft, wenn wir ausharren im Gebet. Schau mal das Buch von Daniel. Daniel ist im Gebet 21 Tage. Während er betet, im Himmel ist ein Krieg. Während du in dein Zimmer bist, auf dein Knie, du betest, es passiert ein heiliger Kampf. Die Engel kämpfen im Himmel. Denn die Engel können nur kämpfen, wenn Menschen am Beten sind. Denn dein Gebet, es ist wie, wenn du jetzt in dein Zimmer gehst.
und sagt, okay, Herr, ich möchte mal ein oder zwei Stunden mit dir. Während dem Moment, wo du in dein Zimmer bist, der Herr kommt. Weil du ihm gesagt hast, ich möchte mit dir Zeit verbringen. Und wenn du am Beten bist, ich nehme ein Beispiel, du betest für Mannheim. Herr, öffne ein Tor in Mannheim. Während du am Beten bist, du musst glauben, dass ein Tor gerade in Mannheim geöffnet ist. Denn Gott erfüllt das Gebet der Gerechten. Und wenn das Tor in Mannheim offen ist, die Engel Gottes kommen durch dein Gebet. Durch dein Gebet kommen die Engel. Die Engel können nur Zugang zur Erde bekommen, wenn eine Gemeinde betet, wenn eine Familie betet, wenn Menschen aufstehen und sagen, hier bin ich Herr, ich gehe und bete. Die haben diese Kraft durch Menschen. Genauso Dämonen haben die Kraft auf Erde nur durch Menschen. Dämonen können sich nicht auf Erde bewegen ohne Menschen. Die brauchen Menschen. Denn Geister brauchen Körper, um sich in der Welt zu bewegen. Die Schlange ist da. Unsere Aufgabe ist, die Werke der Schlange zu erkennen. Ist die Schlange zu erkennen, ihre Seuche zu erkennen, die zu vernichten durch Buße, durch Umkehr, die aus der Gemeinde, aus unserer Nation rauszuschmeißen. Wisst ihr, die Seuche kommt in eine Nation, wenn die Gemeinde nicht betet. Denn die Gemeinde ist der Bewacher, die Bewacherin der Nation. Die Gemeinde ist die Torhüter, ist die Wächterin in einer Nation. Man erkennt, ob die Gemeinde einer Nation stark ist, durch die Art von Sünde, durch die Arten von Mörder, diese Art von Sachen, die sich in der Nation bewegen. Ab dem Moment, wo die Gemeinde aufhört zu beten, wo die Gemeinde abgelenkt ist. Und das ist, was der Feind tut. Er kommt, er lenkt die Gemeinde ab. Er lenkt die Gemeinde. Du siehst, ich habe mal gehört, Pastoren treffen sich jede Woche 6-7 Stunden pro Woche, spielen Volleyball und haben keine Zeit zu beten. Ich sage, wow. Wow. Wow, ein Mann Gottes ist eine Gebetmaschine. Ein Mann Gottes ist eine Gebetmaschine. Eine Frau Gottes ist eine Gebetmaschine. Es geht darum, unsere Stadt zu gewinnen, um die Nation zu gewinnen. Herr, du darfst nicht kommen. Gib uns erstmal Kraft. Gib uns noch ein bisschen Zeit. Seele zu erretten hier in dieser Nation. Seele zu erretten in dieser Stadt. Vater, wir nehmen uns vor, Seele in diese Nation. Wir lassen dich nicht in Ruhe, wenn wir nicht die Engel in Bewegung in dieser Nation sehen, in dieser Stadt. Wir lassen dich nicht in Ruhe. Willst du aus Depression kommen? Startet ein Gebetskreis zu Hause, wo du die Engel und Gott in dein Zimmer bete. Lies die Bibel, proklamier, du wirst merken, irgendwann Depression ist nicht mehr da. Depression kommt oft aus Hexerei. Depression kommt oft aus Hexerei. Hexeangriffe, Hexewurzel führen oft zu Depression, Schizophrenie, Bipolarität. Wenn du Familien siehst, wo ständig Depression, Bipolarität, Doppelpersönlichkeit, such, du wirst in der Hintergrund Hexerei sehen. Die Zeit, wo wir naiv waren, wo wir gedacht haben, einfache Gottesdienst zu haben, ist genug. Nein, ich bin nicht hier, um einfache Gottesdienst. Ich bin hier zu beten. Denn ich möchte Seele errettet werden. Ich bin hier zu fasten. Denn durch Fasten bricht man durch. Ich bin hier, um das Wort zu proklamieren, damit die Bürger dieser Nation erkennen, dass es ein lebendiger Gott ist. Wir lesen mal 3-4 Texte, dann gehen wir in der Lehre. Öffne mal, hat so ein Mikrofon? Ja. Fünfte Mose 7. Schnell, bitte. Fünfte Mose 7, ab Vers 1 bis 5.
Wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, in das du kommen wirst, um es in Besitz zu nehmen, und wenn er vor dir her viele Völker vertilgt, die Hethiter, die Girgasiter, die Amoriter, die Kanaiter, die Pheresiter, die Heviter, die Jebusiter, sieben Völker, die größer und stärker sind als du, und wenn sie der Herr, dein Gott, vor dir dahin gibt, dass du sie schlägst, so sollst du unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen machen und ihnen keine Gnade erweisen. Und du sollst dich mit ihnen nicht verschwägern, du sollst deine Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch ihre Töchter für deine Söhne nehmen. Denn sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienen, und dann wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen und euch bald vertilgen. Vielmehr sollt ihr so mit ihnen verfahren. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen, ihre Gedenksteine zerbrechen, ihre Aschera-Standbilder zerschlagen und ihre Götzenbildnisse mit Feuer verbrennen. Ja, die kommen in ein Land, was Gott ihnen versprochen hat. Der Herr sagt, wenn ihr dort eintretet, bitte reinigt mir dieses Land. Es gehört euch, aber ihr müsst dieses Land reinigen. Ihr müsst die Altäre, die Gedenkstätte, ihr müsst alles, was dort gehört, an Götze gehört, komplett verzilgen, zerstören. Amen. Das ist Gott sehr wichtig. Denn die kommen in eine Nation, wo der Boden schon verseucht ist. Und die müssen diese Nation, diese Boden reinigen. Es der Könige, Vers 18. Es der Könige, Vers 18. Ja? Vers, Kapitel 18, sorry. Ab Vers 31. Und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, an denen das Wort des Herrn entgangen war. Du sollst Israel heißen. Und er baute aus den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her einen Graben, so breit wie für 2 Kornmaß Aussaat. Und er richtete das Holz zu und zerteilte den Jungstier in Stücke und legte ihn auf das Holz. Und er sprach, füllt 4 Krüge mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sprach, tut es noch einmal. Und sie taten es noch einmal. Und er sprach, tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Und das Wasser lief rings um den Altar. Und auch die Graben füllte er mit Wasser. Und es geschah um die Zeit, da man das Speisopfer darbringt, da trat der Prophet Elia herzu und sprach, O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich dies alles in deinem Wort getan habe. Erhöre mich, O Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und es leckte das Wasser auf im Graben. Amen. Man sieht wieder, der Prophet Elia kommt in derselben Zeit, wo Israel falsche Anbetung gestartet hat. Es war geleitet von Isabel. Wir wissen, Achab war mit Isabel verheiratet. Und Isabel hat 850 falsche Propheten in Israel gebracht. Und die haben den Boden Israel komplett verseucht durch falsche Anbetungen. Und es wurde Hexerei, Okkultismus, Satanismus dort getrieben. Und als Elia kam, er zerriss diese Altäre nieder. Ja, das war erstmal das Erste. Er ließ die Prophet Baal ihre Altäre bauen. Aber bevor er verschließt der Himmel. Er verschloss den Himmel. Und die bauen ihre Altäre, die rufen Baal, aber Baal kommt nicht. Was macht Elia jetzt? Er richtet Gott ein neues Altar. Er grabt den Boden, das bedeutet, er geht in der Tiefe, in der Wurzel der Boden, grabt, legt Steine und bringt Holz und Wasser. Wasser steht für die Reinigung des Bodens, für die Reinigung der Nation. Und das Blut der Tiere, was geschlachtet wurde, fließt auch. Das ist auch das Zeichen der Vergebenheit, das Zeichen der Reinigung der Sünde, der Erlösung. Und dann ruft er Gott. Gott kommt durch Feuer.
Das ist der Feuer, das Feuer, was die Steine verbrannte, der Boden verbrannte, das Wasser verbrannte, alles. Das war einfach die Vollkommenheit Gottes durch die Reinigung des Heiligen Geistes in dem Boden, in dem Land. Man sieht nach diesen Taten, das ganze Volk fällt am Boden und betet Gott an. Das war die Wiederherstellung der Anbetung der wahren Gottes in Israel. Die Gemeinde Israel hat sich verseucht, die Gemeinde Israel hat sich verunreinigt und die kommen, Elia kommt als Prophet in dem Land und erstellt wieder den Anbetung Altar Gottes. Er bringt das Volk wieder zurück zu Gott. Man sieht das auch in dem Leben von Gideon oder von Hiskia oder von Josaphat. Die Männer Gottes, die Gottesfürchtige waren, jedes Mal, wo die in Israel kamen, das erste, was sie tat, die zerrissen die alte Altäre ihrer Vorfahren. Und baute Gott ein neues Altar. Gideon hat dasselbe getan. Er hat das Altar seines Vaters zerrissen, zerstört. Er hat auf denselben Boden Gott ein Altar gebaut. Amen. Mose war, Abraham lebte bei seinem Vater. Warum hat Gott Abraham nicht geführt, den Altar, die Altäre seines Vaters zu zerstören? Denn wir wissen ja, dass der Vater von Abraham ein Götzendiener war. Er war ein Priester von Baal. Aber das Land, wo er war, gehörte Gott nicht. Gott wollte nicht dort anfangen. Deswegen nahm Gott Abraham und brachte ihn in ein neues Land. Und wir sehen, dass dieses Land Kanaan, wo Abraham mit seiner Fußsäule antritt, was macht er? Jeder Ort, wo er übernachte, er baute dort ein Altar. Ungefähr 4, 5 Altäre hat er gebaut, um zu sagen, der Boden gehört Gott allein. Und jedes Mal, wo du ein Altar baust, der Altar ist die Verbindung zwischen der Welt der Geister und der sichtbaren Welt. Wenn du einem Satan rufen möchtest, hier in Mannheim, du musst Satan ein Altar bauen. Deswegen, wenn ihr in Nahosten geht, zum Beispiel im Nepal, im Indien oder in Pakistan, in solche Länder, ihr werdet merken, in Nepal, alle 300 Meter gibt ein Altar an Shiva, an Krishna, an Buddha, an Kali, an Gurda. Es gibt viele Altäre. Es sind geistliche Orte. Ich sag euch, du sollst dich nicht solche Sachen einlegen, wenn Gott dir nicht den Auftrag gibt. Du kannst umfallen und sterben. Es sind Mächte. Und diese Nationen haben Altäre gebaut, um Kontakt mit der übernatürlichen Welt zu haben. Und wir haben auch Brandenburger Tor. Es ist ein Altar. Und aus Brandenburger Tor haben wir Kontakt mit der übernatürlichen Welt. Wir haben an die Grenze Deutschland, wenn ihr schaut am Eingang Mannheim, es gibt Altäre in Mannheim, es gibt im Zentrum Mannheim Altäre. Es sind Altäre, die Kontakt mit der übernatürlichen Welt verbinden, die Stadt oder diese Nation mit der übernatürlichen Welt. Der Mauer, wie nennt man das? Diese Mauer, was Berlin getrennt hat, war auch ein Altar. Denn dieser Altar hat Familie getrennt. Dieser Altar hat die Nationen getrennt. Dieser Altar hat dazu gebracht, dass viele Menschen geopfert wurden. Der Berliner Mauer war ein Altar. Ne? Es war ein Altar. Und viele Nationen, ob ihr euch in Richtung USA, sogar Amerika, ihr werdet merken, bestimmte Orte, du kommst in eine Stadt, die sehr dunkel ist und du siehst Altäre. In Deutschland, du hast Städte, die streng Katholiken sind und du siehst überall Jesus am Kreuz. Es ist ein Altar, wo du trittst in eine Stadt, du siehst Maria, ein großes Statue hat Maria. Es ist ein Altar. Warum? Weil Maria ist nicht die Mutter Gottes. Und diese Maria, was man sieht, ist die Himmelkönigin. Es ist ein Dämon. Und Menschen, die sich vor solche Statue beugen, die beten einen Geist, die beten Dämonen. Und diese Geister, ihre Aufgabe ist, den Boden zu verseuchen. Amen. Der Boden. Warum? Wenn ich in mein Haus ein Gebetsturm baue, ich meine mein Gebetszeit zu Hause, mein Haus ist ein Altar Gottes. Es ist ein Ort der Begegnung zwischen Gott und mir. Und dieser Ort, wo wir uns begegnen, ist ein Altar. Es ist ein Ort der Begegnung zwischen Gott und die Christen in Mannheim. Und
Bevor wir solche Altäre bauen, es ist oft wichtig zu schauen, was bewegt sich gerade in der Stadt? Was bewegt sich in der Nation? Jesus Christus, bevor er den Altar Gottes wieder errichtete, er hat gelehrt, er hat gepredigt, er ist durch die Städte gegangen, hat er erkundigt, hat er geschaut, er ist der Geist der Gadarener begegnet. Dieser Geist war, in diese Gadarener gab eine Legion und es war einfach ein Bild, der Geist, der in dieser Region war. Und er ist die samaritische Frau begegnet. Es war auch ein Bild, der Geist, der in Samaria war. Man sieht, Jesus ist auch regional gelaufen. Er ist Geister begegnet. Er hat Dämonen ausgetrieben. Sogar im Synagoge hat er Dämonen ausgetrieben. Amen. Und dann ging er, nahm dasselbe Ding. Jesus tat dasselbe wie Elia, wie Gideon, wie Mose, wie Abraham. Er nahm Holz und die Steine. Die Steine waren alle Menschen, die am Golgotha waren, waren die Steine. Na? Und auch die Apostel, alle waren die Steine. Und diese Steine müssten das Feuer Gottes erleben, die müssten den Tod Jesus Christus erleben. Und Jesus geht auf Golgotha und baut den Altar Gottes. Und sein Blut fließt auf den Altar Gottes. Und die Bibel sagt, dass in der sechsten Stunde wurde alles dunkel. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zum neunten Stunde. Es kam Finsternis. Und Gott kam und bestätigte den Altar Gottes. Gott kam und akzeptierte, er nahm die Opfer an. Und ab diesem Moment, Jesus Christus gab uns die Kraft, die Böden zu reinigen, die Böden zu erobern, was bis zu dieser Zeit unmöglich war, an den Menschen die Böden zu erobern. Amen. Halleluja. Ist alles klar bis jetzt? Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr Fragen stellen. Jetzt kommen wir zu der Gemeinde. Wir sind in Mannheim. Es gibt mindestens 50 Gemeinden in Mannheim. Mindestens 50. Es könnte noch mehr sein. Ich möchte, dass wir unsere Gemeinden in Mannheim, in Rhein-Neckar-Kreis, in Deutschland mit geistigen Augen betrachten. Es ist sehr wichtig. Dein Fokus muss nicht nur an dein Leben sein. Dein Fokus muss nicht nur an deinem Haus sein. Mein Haus muss das haben. Herr, mein Haus. Dein Fokus muss sein, Herr, wie geht es deiner Gemeinde? Wie siehst du deine Gemeinde zurzeit? Was ist los in deiner Gemeinde? Ich möchte dir mal auch was sagen. Wenn du ein Grundstück kaufst, bevor du auf dieses Grundstück baust, es ist sehr wichtig, dich zu erkundigen. Dieser Stadtteil, wie ist es? Was war in diesem Stadtteil? Wie leben Menschen manchmal in diesem Stadtteil? Es gibt Stadtteile, wo Leute nicht fertig erreichen oder wo Ehen nicht bestehen. Es gibt Stadtteile, wo Menschen von bestimmter Krankheit sterben. Es gibt Stadtteile, wo kaum trägst du Miete zu einer Wohnung dort, plötzlich hast du Lust auf Alkohol, du willst Alkoholiker. Du wirst drogensüchtig oder die Kinder, die dort geboren werden. Und wenn wir irgendwo gehen, es gibt Stadtteile, wo Gott dir sagen kann, nein, kauf kein Haus in diesem Stadtteil. Wenn du ein bisschen empfindsam bist bezüglich der Heilige Geist, es gibt Ortschaften, wo der Geist Gottes dir sagt, nein, nicht dort. Bau die Gemeinde nicht dort, sondern bau dort. Manchmal siehst du einen Stadtteil, es sieht sehr schön aus, gut, du möchtest dort hingehen. Gott sagt, nein, du gehst in die andere Richtung. Aber du sagst, hey, dort ist Kriminalität. Er sagt, ja, dieser Boden ist für dich. Deswegen ist es sehr wichtig, immer auf Gott zu hören. Altäre sind nicht nur die Sache des Alten Testaments. Altäre sind im Neuen Testament. Jesus war der Erste, der im Neuen Testament den Altar gebaut hat.
Er ist der Erste, der Altar gebaut hat. Petrus hat seinen Altar gebaut. Er ging immer oben auf den Dach, um zu beten. Das war sein Altar. Petrus ging immer oben. Es war seine Gewohnheit. Auf den Dach seines Hauses. Er betete dort. Denn dort war sein Altar. Ja. Genauso wie Daniel. Daniel hatte im obersten Stock seines Hauses. Dort hat er dreimal am Tag Richtung Jerusalem angebetet. Und Jerusalem war für die wie der Himmel. Wir beten Richtung der Himmel. Dein Zimmer, dein Gebetaltar. Dein Haus, dein Gebetaltar. Die Gemeinde, dein Gebetsaltar. Wir sind Menschen, die sich mit ihren Altären bewegen. Wir bewegen uns mit unserem Gott. Unser Altar, der erste Altar, wo du dich mit Gott begegnest, ist dein Herz. Das bedeutet, dein Herz muss rein sein. Dein Herz muss rein sein. Alles, was dein Körper, deine Seele, dein Leben verseucht, musst du entfernen. Weißt du, dass du vor Gott sagen willst, was du mit diesem Körper gemacht hast? Ist dir klar? Wenn du sagst, ich kann saufen, wie ich will, ist mein Körper, nein, dein Körper wurde dir ausgeliehen. Du kannst nicht saufen, wie du willst. Dieser Körper gehört dir nicht. Es gehört Gott. Du sollst diesen Körper gesund halten. Gesund. Du sagst, ich rauche mir ein Schachtel Zigarette am Tag. Du zerstörst den Körper, was Gott dir geschenkt hat. Du zerstörst durch Alkohol den Körper, was Gott dir geschenkt hat. Du nimmst Drogen. Du zerstörst den Körper, was Gott dir gegeben hat. Wir dürfen nicht, denk nicht, ah, es ist mein Körper, ich mache, was ich will. Nein, du machst nicht was. Ab dem Tag, wo du dich bekehrt hast, du darfst nicht mehr mit diesem Körper machen, was du willst. Du darfst nicht mehr. Ein toter Mensch kann machen, was er will. Nein. Ein toter Mensch, man bewegt ihn nach rechts, nach links, er plagt nicht mal, er mobbt nicht mal, er weint nicht mal, er ist tot. Und wenn wir weiter weinen, uns beschweren, motzen, wir sind noch nicht gestorben. Wir sagen das hier, aber hier sind wir nicht. Deswegen haben wir Probleme, Kranken zu heilen manchmal. Warum? Wir leben noch mit unserem eigenen. Wir tun alles mit unserem eigenen. Wir sind uns unter Druck. Wir glauben nicht richtig. Wir bewegen uns, wir lesen das Wort. Aber willst du wissen, wann ein Christ richtig glaubt? Nicht, wenn er alles hat. Wenn du wirklich wissen möchtest, ob ein Christ glaubt, nimm ihn alles, was er hat. Nimm ihn alles und frag ihn, Jesus ist der Herr. Ah ja. Ja, aber. Du wirst anfangen zu hören, ja, aber. Ja, aber. Ja, aber. Dann weißt du, wir haben ein Problem. Himmel, wir haben ein Problem. Halleluja. Wenn ein Christ, wenn du wissen möchtest, die heutigen Christen, die Prüfung, die am Kommen sind, nächstes Jahr, übernächstes, die werden nicht bestehen. Die heutigen Christen werden nicht bestehen. Deswegen, Gemeinde sollen Lehrzentrum errichten. Lehrzentrum. Jungs, nächstes Jahr, Samstag, baut ein Lehrzentrum. Sammel Leute, belehrt die hier. Ihr dürft das. Sammel Leute, Samstag, 3-4 Stunden. Diese Samstag, Tobi. Nächste Samstag, belehrt Leute im Wort Gottes. Wenn Leute das Wort nicht haben, die werden nicht bestehen. Du wirst nicht bestehen, wenn du das Fundament des Wort nicht in dir hast. Leute sagen, wir übertreiben mit Wort. Hey, hör auf zu Hause Mittag, Morgen, Abend zu essen. Dann werde ich aufhören, viel Wort zu lesen. Oder? Ist dasselbe. Wenn du mir sagst, ihr liest zu viel Wort, ihr seid zu viel im Wort. Wir sind nicht Gesetzlichkeit. Wir haben festgestellt, mein Körper braucht Frühstück, braucht Mittag, braucht Abend, obwohl ich ihm nicht immer alles gebe. Aber meine Seele braucht auch dasselbe. Meine Seele braucht das Wort morgen, Mittag, abends.
Mein Geist braucht auch das Gebet. Ab dem Moment, wo du aufhörst, das Wort zu lesen, hör auf, auch dich zu ernähren. Wenn du aufhörst zu beten, hör auf, auch Brot morgen mit Käse, mit Wurst, alles zu essen. Denn du ernährst deinen sichtbaren Körper, aber dein Innenmann, der braucht Essen. Und glaub mir, wenn die Seele nicht mehr die Nahrung hat, Lobpreis, Proklamation, Wort, die Seele fängt an zu sagen, heute kommt Fußball. Danach kommt die Serie, die du liebst. Danach kommt Deutschland sucht der Superstar. Und es geht bis 2 Uhr nach. Du stehst vor dem Fernseher, du schläfst, aber die Fernbedienung ist in den Händen. Nein, keiner darf an der Fernbedienung. Du schaust bis 5 Uhr morgen Fernsehen. Warum? Weil die Seele kann nichts anderes. Die Seele muss ihre Nahrung irgendwo holen. Und dann morgen bist du 3 Stunden mit einem Freund, ein Freundin am Telefon. Babel, Babel, Babel. Die Seele braucht das. Warum? Weil die Seele nichts anderes hat. Die Seele bist du. Und wenn die Seele nichts hier findet, die Nahrung, du musst selbst deine Seele sagen, meine Seele, geh im Wort. Meine Seele, lass uns Gott kennen. Meine Seele, es ist deine Aufgabe. Gott will nicht bei dir zu Hause kommen, die Bibel ausschlagen und die liest jetzt. Nein, es gibt Leute, die gehen nach Hause, die machen so und lesen. Nein, nein. Du musst sagen, diesen Monat möchte ich Matthäus studieren. Und bevor ich Matthäus studiere, ich lese 5 Kapitel von 3 Kapitel vom Psalm, 2 Kapitel von Johannes, dann gehe ich in Matthäus studiere diesen Monat, jeden Tag. Und dann nächsten Monat sagst du, ich gehe in Matthäus. Aber bevor ich Matthäus starte, 3 Kapitel Psalm, 2 Kapitel 1. Mose. Ich lese und dann studiere ich Johannes. Und dann übernächsten Monat sagst du, ich gehe im Kolosser und so weiter. So kannst du im Wort Gottes eintreten. Ah, ich weiß nicht, was ich lesen soll. Es gibt Leute, die ernähren sich von dieser Lesung, die man ständig in Gruppe teilt. Und das ist keine Lesung. Das ist nur deine Seele ein bisschen wie sagt man das? Ja. Wenn du dich ernährt von der Lesung, die man in der Gruppe, meine Freundin schickt mir jeden Morgen etwas. Nein. Du musst selbst sagen, heute meine Seele, lass uns im Wort Gottes gehen. Heute meine Seele, wir wollen den Herrn betrachten. Ja, es gibt Gebete, die im Internet laufen. Ich höre das, dann habe ich Gebete. Du belügst dich selbst. Du belügst dich selbst. Wir sind in der Jüngerschaftskurs. Es gibt ein Kapitel in der Jüngerschaftskurs. Es geht 3 Einheiten. Gebet. 3 Wochen lang, wo wir Gebet studieren. 3 Einheiten. Was für Art von Gebet? Wie kommt man ins Gebet? 4 Bitte. Was noch? Kampfgebet. Anbetung. Das musst du lernen. Das musst du lernen und praktizieren. Nach 10 Jahren Christ, du bist nicht mal in der Lage, jemanden zu ermutigen mit Wort. Nach 10 Jahren, man sagt, bete. Ach, Herr, du weißt, gell? Herr, meine Urlaub kommt bald. Herr, 10 Jahre Christ, du bist noch mit demselben Wort. Nein! So hat die Gemeinde Christen gebildet, die Gräber sind. Wir sind Gräber. Ein Grab, wenn man sagt, bete, der Grab ist so. Amen. Jesus hat gebetet. Jesus hat das Wort proklamiert. Es ist eine Herausforderung für mich, das Leben von Jesus. Das Leben von Paulus. Das Leben von Petrus. Das Leben von Jakobus. Das Leben von Stephanus. Das ist für mich. Und ich möchte mehr wie Paulus erreichen. Ich möchte mehr wie Petrus beten. Denn dieses Land ist im Spiel. Denn dieses Land, es gibt Geister, ihre Gebierende ist dieses Land zu kontrollieren.
Es gibt Mächte, ihre Wille ist, Deutschland zu vernichten durch die Sünde, durch die Seuche. Aber nicht solange wir hier sind. Nicht solange wir hier sind. Wir waren blind, aber diese Zeit der Blindheit ist vorbei. Amen. Er wird versuchen, uns zu manipulieren. Er wird versuchen, uns einzulochen. Aber wir bleiben wachsam. Deswegen diese Arbeit, die wir hier machen, wir gehen tief in den Unterboden. Wir schauen in der Wurzel Mannheim, welcher Mord begangen wurde und Mannheim wurde verflucht. Welche böse Werke in Rhein-Neckar getan wurde, in Deutschland, das geführt hat, dass die Gemeinde aussterbt, dass die Gemeinde schnell manipulierbar, dass die Gemeinde schnell Wisst ihr, ich bin oft in Kontakt mit Männern Gottes. Aber ich höre oft von Männern Gottes, ich lese kaum die Bibel. Hier in Deutschland. Ich kann nicht mal predigen. Ich habe Theologie studiert. Ich predige, was dort ist. Einmal stehe ich vor einem Mann Gottes, eine große Gemeinde, und sage, ich habe nie mein Leben gefastet. Ich könnte fallen. Ich könnte am Boden fallen. Zwei Männer Gottes haben mir gesagt, ich weiß nicht, warum man fasten soll. Ich habe nie gefastet. Und ja, Jesus hat alles getan. Wir sollen nur hineintauchen und leben. Ich sage, ich verstehe, warum deine Gemeinde so ein Grab ist, habe ich ihnen gesagt. Es ist nichts gegen Männer Gottes, aber wir müssen aufwachen. Wir müssen diese Zeit, wo wir jetzt uns befinden, der Zustand der Seele in der Gemeinde, es tut weh. Wenn ich nur alle schauend, alle beobachte, die hier sind, wie wir angefangen haben, was wir, wie wir geschrien hier, wie wir gebetet, wie Menschen kamen kaputt, Gott hat gebaut. Wenn wir gesagt haben, wir bleiben einfach so, wir lesen das Wort, wir haben Musik hier. Wisst ihr, was für Geister sich hier am Anfang bewegt haben? Ihr könnt fragen, welche Geister sich hier bewegt haben. Menschen kamen hier, die greifen dich, die schauen die Augen, greifen dich, du siehst die Schlange. Jemand kommt, du merkst, das ist Isabel, versucht alle zu manipulieren. Ein anderer kommt und streut sein Gift überall. Wo sagt, das kann nicht wahr sein. Und solche Menschen kommen und sagen, hier wird keine Befreiung mehr gemacht. Wir wollen keine Befreiung. Wenn jemand bei dir kommt und dir sagt, Befreiung ist nicht von Gott, wir wollen hier. Du musst wissen, mit wem du zu tun hast. Ich sag dir. Um zu erkennen, jemand, der geistlich falsch unterwegs ist, ich meine nicht Hexerei. Ich bin ein bisschen mild. Wenn jemand kommt und sagt, die Befreiung ist nicht von Gott. Dämon austreiben ist nicht von Gott. In Zunge beten ist nicht von Gott. Wenn jemand deine Zunge beten angreift, derjenige, der dir das sagt, pass auf, schau tief, du wirst dunkle Mächte da sehen. Wenn jemand kommt und sagt, ihr treibt Dämonen, das ist nicht von Gott. Wenn jemand kommt und sagt, Gebet in Zunge ist nicht von Gott, schau tief in das Leben der Person, ihr werdet böse Geister sehen. Erfahrungsgemäß, alle, die Zunge Gebet bekämpft hat, da hinten lagen böse Geister. Erfahrungsgemäß, alle, die, wer ist im Geist hier getauft? Als du getauft wurde, hast du gezweifelt über die Taufe. Ich kam in der Gemeinde zu und sagte, ich will auch, ich bin getauft worden. Ich habe nicht mal Zeit gehabt zu denken, ob es von Gott oder, ich habe geglaubt. Diese Sache, entweder glaubst du oder glaubst du nicht.
Das erste Mal, wo ich mit Dämonen konfrontiert, ich war am Telefon, jemand manifestiert, ich habe ausgetrieben, ich habe Angst gehabt. Meine Frau kam und sagt, nein, du hast Vollmacht, treib ihn aus. Ich habe kein Ticket. Ist es von Gott? Nein, nein, es steht geschrieben, ich glaube, blind, ich glaube, es steht geschrieben, ihr werdet Dämonen austreiben. Ob Dämonen von Glaube oder Unglaube, es war noch nicht mein Problem. Mein Problem war, ich muss Dämonen austreiben. Und Gott hat so gefühlt, ich komme zu jemandem zu Besuch, plötzlich hat er 40 Grad Fieber. Und ich war so, Winter draußen, innen, die hat 40 Grad. Ich stellte immer die Frage, bevor ich kam, hast du 40 Grad? Nein. Ich sage, okay, da sind böse Mächte. So hat Gott mich gefühlt zu unterscheiden. Und dann habe ich gesagt, steh auf, Makata, raus, raus. Manifestiert, der Dämon ist raus. Ich komme irgendwo in ein Haus, es gab 5 Leute, plötzlich, alle sind gerannt, hat Mantel, Winterjacke angezogen. Ich sage, Winterjacke? Die Sonne scheint draußen. 25 Grad. Alle sind gegangen, Winterjacke, hier in Deutschland. Ich habe gesagt, nein, das ist nicht normal. Bevor ich kam, war ihr mit Jacke? Nein. Als ich kam, habt ihr Jacke angezogen. Ja, steh auf, wir beten. Lobpreis, Lobpreis. Puh, alles mit Eimer. Hab ich. So kannst du unterscheiden. Die Bibel lügt nicht. Alles, was da geschrieben, du sollst das tun. Jemand fällt in deine Nähe, sterb. Schau, Gott hat erlaubt, dass er stirbt, damit ich ihn. Ja. Wenn du so glaubst, ohne zu zweifeln, du wirst anfangen, Wunder, Zeichen, alles, was geschrieben steht, willst du das erleben. Wenn du Gott dienen möchtest, hör auf zu denken, was denken Leute über mich? Was werden Leute über mich sagen? Das ist eine Begrenzung für deinen Dienst, eine Blockade. Was denken Leute über mich? Was werden Leute über mich denken? Nein! Ich bin eine wunderbare Kreatur. Und das genügt mir. Die Bibel sagt, hä, ich danke dir, weil du aus mir eine wunderbare Kreatur gemacht hast. Was Leute über mein Leben denken, solange Gott mich bestätigt, solange Gott mit mir ist in meinem Boot, auch wenn er schläft, ich bin ihm dankbar, dass er schläft. Das reicht mir schon. Zweifel ist der Wunderwaffen gegen Wunder. Wenn du in dein Leben zweifelst und immer ausgerichtet bist, zu denken, was Leute über dich denken, zu schauen, was Leute, du wirst nie vorwärts kommen in deinen Dienst. Ich bin einer, ab dem Moment, wo ich hier auf die Bühne stehe, wenn in mein Herz steht Krebs, ich sage Krebs raus. Ich sage nicht, was werden Leute denken, nein. Ich sage, hey, du, Krebs aus dieser Schwester raus. Wenn ich mich täusche, Gott wie schon, aber wenn ich mich nicht tausche, eher der Herr. Wir haben immer Angst. Angst, Angst, Angst. Angst, was zu sagen. Angst, was zu tun. Angst, nein. Wir sind im Reich Gottes alle frei zu tun, was Gott will. Du bist frei zu tun, was Gott will. Amen. In der Welt warst du nicht frei zu tun, was Gott wollte. Du warst frei zu tun, was du wolltest. Aber im Reich Gottes, du bist frei zu tun, was Gott will. Aber du bist nicht mehr frei zu tun, was du willst. Weil dein Wille muss sich dem Wille Gottes anpassen. Und dein Wille Gottes gefällt nicht immer dem Wille unseres Fleisch. Wach auf. Tu die Werke Gottes. Wacht auf, lehnt die Kranken genannt zu werden, lehnt die Hure genannt. Früher war so krank, heute bin ich nicht mehr krank. Hör auf, mich so zu nennen, das ist vorbei, die Zeit. Alle deine Widersacher, du hast nichts zu beweisen. Sag deine Widersacher, mein Erretter hat mich aus Elend geholt. Halleluja. Du bist geboren, um den Boden deiner Familie zu reinigen. Du bist geboren, um den Boden der Gemeinde zu reinigen. Du bist geboren, du bist hier, um etwas mitzunehmen, damit die Identität deiner Familie sich verändert. Deswegen bist du hier. Du bist hier,
um die Identität dieser Nation zu verändern. Die Identität der Gemeinde dieser Nation zu verändern. Weil wenn die Gemeinde eine Nation mächtig ist, die Nation wird gesund sein. Die Nation wird mächtig sein. Halleluja. Gott ist gut. Amen. Die Gemeinde, bevor die startet in einer Nation, oder wenn die Gemeinde, wir sehen in der Buch von Haggai, der Geist Gottes kommt, erweckt Haggai. Das Erste, was die machen, die gehen auf den Berg, um die Gemeinde Gottes zu bauen. Die Tourbusse, Gott erweckt den Geist und die gehen, um Buße zu tun, um bauen das Haus Gottes. Was haben die gebraucht, um das Haus Gottes zu errichten? Was haben die gebraucht? Holz, ja. Ja. Nagel, Holz. Und die sind an der Spitze der Berg gegangen und haben dort das Haus Gottes gebaut. Ja? Die haben das Haus Gottes wiederhergestellt. Was war die Konsequenzen, solange das Haus Gottes nicht gebaut war? Was war die Konsequenzen? Kein Durchbruch, kein Segen. Die haben gegessen, die waren nicht satt. Ja, Löcher in der Beute. Der Boden hat keine Frucht, gebracht. Mhm. Warum? Wegen der Sünde. Wegen der Sünde. Denn die Sünde verseuchen die Böden. Die Sünde führt dazu, dass Bäume keine Frucht mehr bringen. Die Sünde bringt Krankheit in der Nation. Die Sünde bringen Krankheit. Die Sünde schließen den Boden. Die Sünde schließen den Himmel, damit kein Regen mehr fällt. Studiert das Buch von Joel. Ihr werdet so tief Erkenntnis haben, was die Sünde bringen kann. Studiert das Buch von Haggai. Ihr werdet sehen, durch eure Sünde habe ich den Himmel geschlossen. Der Boden bringt keine Frucht mehr. Die Täler bringen kein Wasser mehr und so weiter. Und ich habe meine Armee, mein Heer geschickt, um euch alles zu fressen, was ihr hattet. Die Sünde. Ich nehme ein Beispiel. Ich liebe gerne konkrete Beispiele. In dieser Gemeinde, in der Leitung, gibt es ungefähr 7 Leute. Wenn einer der Leiter in Sünde fällt, ihr werdet das merken in der Gemeinde. Ich sage nicht mal der Pastor. Wenn einer, der in der Leitung ist, im Sünde fällt und er dient weiter, er ist immer am Dienen, obwohl er in Sünde lebt, ihr werdet das spüren. Warum? Die Leitung, oder ich sage mal so, wenn du Mitglied der Gemeinde bist, du bist Mitglied der Gemeinde, du kommst in der Gemeinde, sing mit, tanz mit, liest das Wort, bete mit, aber du lebst und verheiratet mit einer Frau. Sexuelle Sünde. Oder du hast gerade Abtreibung gemacht. Keiner weiß das in der Gemeinde. Oder du klaut Geld irgendwo. Keiner weiß in der Gemeinde. Oder du hast Ehebruch begangen. Aber du bist weiter in der Gemeinde. Du dienst in der Gemeinde. Du tust alles. Wisst ihr, was passieren wird? Wir werden anfangen, Niederlagen zu erleben. Wir werden anfangen, Niederlage in der Gemeinde zu erleben. Warum? Wenn Gott die Gemeinde schaut, er sieht nicht nur einen Mann, der sich versündigt hat, er sieht die Gemeinde. Gib einen Beweis, gib viele Beweise in dem Wort Gottes. Jedes Mal, wo ein Mensch in der Alten Testament sich gegen Mose rebelliert hat, Gott hat seine ganze Familie, Verwandtschaft komplett zerstört. Weil die Sünde ist wie eine Seuche, es kann sich verbreiten. Achan hat sich versündigt.
Was hat Israel erlebt? Israel gehe im Kampf gegen ein kleines Volk. Die verlieren über 3000 Mann. Warum? Achan hat etwas genommen, was Gott verboten hat. Er hat das in sein Zelt versteckt. Und keiner wusste das in Israel. Und Josua bringt das Volk im Kampf. Aber sie erleben die Niederlage. Josua kommt zu Gott und weint und weint. Gott sagt, warum störst du mich? Warum weinst du da? Aber Gott, du hast doch versprochen, dass wir immer Sieg haben. Josua hat den Sieg immer auf sein Leben bezogen. Er hat gedacht, dadurch, dass er im Heiligung lebt, die werden immer siegen. Aber er hat vergessen, Gott ist der Gott der Gemeinschaft. Gott ist der Gott der Einheit. Wir sind ein Volk hier. Und wenn der Feind uns zerstören möchte, er wird anfangen zu tun, dass Tobi sich nicht mehr mit Gabriel versteht. Dass Jonas mit Daniel streitet. Dass Daniela nicht mehr mit Birgit zu tun haben möchte. Dass Jacqueline nicht mehr mit Grace redet. Und Einheit in der Gemeinde. Ihr müsst dagegen kämpfen mit eurer ganzen Kraft. Wenn jemand hier in der Gemeinde ist und ihr wisst, dass er nichts mit den oder den zu tun haben, sagt mir, ich werde ihn ausschließen. Die Seuche muss man. Wir gehen in Gespräch, wir gehen in Gespräch. Wenn ihr sich weigert, die Brüder, die Schwester zu vergeben und will nichts mit der anderen zu tun haben, er darf nicht mehr in der Gemeinschaft sein. Warum? Weil Uneinheit entsteht. Und Uneinheit öffnet die Tür an Geister. Denn der Satan, der wartet nur, dass Türen offen gehen. In einer Gemeinde darf nie Uneinheit geben. Nie. Nie. In der Ehe nie Uneinheit. Nie. Nie. Ihr müsst das ablehnen in eurer Ehe. Ihr müsst das in eurer Familie ablehnen. Ihr müsst das ablehnen in der Gemeinde, dass ein Bruder nicht mehr mit einer Schwester zu tun haben möchte, dass die Schwester Hass gegen die andere Schwester. Das muss man ablehnen. Wenn ihr das merkt, bring die Schwester, komm alle zusammen. Wir reden, wir beten. Wenn Bitterkeit, wir beten. Gott ist in der Lage, das wegzunehmen. Aber wenn Leute sich weigern zu vergeben, sich weigern, die andere Schwester oder Bruder, dann sagen sie, du hast nicht hier zu suchen. Das nennt man Heiligung in der Gemeinde, liebe Schwester und Bruder. Das nennt man Ordnung in der Gemeinde. Warum? Achan hat sich versündigt. Wenn Josua ein emotionaler, ein Gefühlmensch, hätte gesagt, ja, es ist unser Bruder, ja, nein. Als Gott Josua gesagt hatte, es gibt Sünde in eurer Mitte, Josua ist aufgetreten als geistlicher Mann. Kommt hier alle. Wer in eurer Mitte hat sich versündigt? Josua war bereit, die Person zu töten. Warum? Es ging um die Bestimmung Israel. Es ging um die Entwicklung Israel. Ein Mann kann nicht dazu führen, dass wir alle sterben. Deswegen, als Jesus Christus die Sünde der Welt auf sich genommen hat, die haben ihn getötet. Er musste sterben. Er musste sterben. Achan ist das Bild der Messias. Achan. In Josua Kapitel 6 oder 8 ist das Bild der Messias. Wo ist Achan getötet worden? Außerhalb der Lager. Aus welchem Stamm war Achan? Aus Juda. Solche Geschichte deutet immer zu Jesus Christus. Sogar Usa. Usa ist das Bild der Messias, der für die Sünde Israel. Kennt ihr Usa, gell? Usa, der Bundeslade anfassen wollte. Gott hat ihn geschlagen. Usa ist auch ein Bild der Messias im Wort. Man nimmt Achan außerhalb der Lage, man tötet ihn. Erst nach dem Tod Achan, man hat ihn sogar verbrannt. Genauso wie der Opfer, der verbrannt wurde von Elia. Genauso wie Jesus Christus am Kreuz verbrannt wurde von Heiliger Geist. Er wurde verbrannt. Und ab diesem Moment die Seuche ist gestoppt worden. Warum? Die Sünde Achan hat den Boden verseucht.
Und wenn die so geblieben wäre, Gott hätte den Himmel geschlossen, Boden geschlossen, die Bäume geschlossen, alles geschlossen, damit wir nichts mehr haben. Und wisst ihr was? Der Boden ist geschlossen. Wie oft gehen Gemeinde auf der Straße? Hier in Mannheim? Wir waren auf der Straße, bekehren sich Leute viel? Der Boden ist zu. Der Boden ist zu in Mannheim. Der Boden ist zu. Es leben 400.000 Leute in Mannheim. Fast 1,5 Millionen, 2 Millionen in Rhein-Neckar. Ich war in den USA mehrmals. 400.000 Einwohner. Die große Gemeinde hat mindestens 5.000, 10.000 Mitglieder. Warum? Ich sage nicht, dass alle, die dort sind, sind voll mit dem Herrn. Aber es gibt Väter im Geist, die den Boden in der Vergangenheit in den USA gereinigt haben. Und die Gemeinde erlebt die Frucht ihrer Arbeit. Aber seit der Generation von T.D. Jack, von, wie heißt sie, Joyce Meyer, die haben den Boden wieder kaputt gemacht. T.D. Jack, Steve Furtick, Joyce Meyer, Joel Austin, die haben den Boden durch falsche Lehre komplett. Deswegen, die Gemeinde ging wieder so in den USA. Nordkorea, Yonggi Cho hat angefangen, Boden gereinigt. Aber Yonggi Cho hat seinen Dienst gebaut durch Gebet, Evangelisation, aber die haben keinen geistlichen Kampf geführt. Wenn du den geistlichen Kampf nicht in einer Nation führst, ist eine Frage der Zeit. Und heute, noch vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren, du hast mindestens 20-30% der jungen Leute in Südkorea, die mit Jesus zu tun haben. Heute ist nicht mehr 5%. Es war ein Land der Glaube, aber alles abgefallen. Deswegen in Nigeria, die Erweckung, was haben die gemacht? Wir lernen von Nordkorea, von Südkorea. Wir lernen von Amerika. Wir, Gebet, Fasten, geistliche Kampfführung, Wort. Deswegen erlebst du zurzeit eine Erweckung von sehr starker Gemeinde in Nigeria. In Südamerika, das hat Anaconda auch gemacht, Carlos Anaconda. Er hat geistlichen Kampf eingeführt. Er hat Evangelisation eingeführt. Er hat alles eingeführt. Er sagt, du kannst keine Boden gewinnen, keine Nation, die Herzen gewinnen ohne geistliche Kampfführung. Geistliche Kampfführung führt dazu, dass die Geister, die in der Mitte des Volkes, die das Volk blind macht, die Herzen schließen, dass sie loslassen. Weil es steht geschrieben, du kannst nicht in dem Haus einen starken Mann eindringen und ihn die Seele berauben, ohne ihn zu binden. Du musst ihn erstmal binden und seine Seele rauben. Und das ist, wo wir verpasst haben. Wir haben gedacht, ha, Evangelisation, wir gehen draus. Jesus liebt dich, ja, und Jesus liebt dich, Jesus liebt dich. Wir haben Leute waren emotional. Ja, ich bin ein Sünder, ich gebe mein Leben Jesus. Die kommen der Gemeinde, werden getauft. Kommen nach 5 Jahren, die sind nicht mehr im Glaube. Ist das nicht die Realität in Deutschland? Ich war in einer Taufe, 17 Leute in Ludwigshafen. 17 wurde getauft. Nicht mal einer ist im Glaube geblieben, nach 6 Monaten, 7 Monaten, 8 Monaten. Die waren alle wieder in der Welt. Es gibt 2, 3, die uns die letzte Zeit kontaktieren und bekämpfen uns und sagen, ihr liegt falsch. Die sind alle wieder in der Welt. Warum? Die haben sich bekehrt. Die sind in der Gemeinde getreten. Was war? Die Prediger am Sonntag 15 Minuten. In der Woche gab kein Wort, gab kein richtiges Gebetleben. Alle sind. Wenn du Leute von der Welt nimmst, wo die sich ernährt haben von Pornografie, von Kino, von Streitigkeit, von Lüge, du bringst die in dem Reich Gottes, du musst die etwas geben. Ich kann dir dein Haus nicht nehmen und sagen, ich werde dir was, ich muss dir was besser geben. Man hat Leute aus der Welt genommen. Die waren abhängig von Drogen, von Alkohol, von Porno, von Sex, von allen möglichen Werken.
Die sind in der Gemeinde gekommen, keine Nahrung. Keine Nahrung. Alle sind zurück in der Welt gegangen. Leute, die von der Welt kommen, sind beladen vom Geiste. Sind beladen von Drogengeister, von Unzuggeister, von Exoterikgeister, von Lügegeister, von Hexegeister, von Geist der Pornografie, Geist der Masturbation. Und die kommen der Gemeinde. Die Geister sind da. Nicht weil du dich bekehrt, gehen die Geister weg. Nein. Die Geister gehen nicht bei der Bekehrung weg. Die Geister gehen nicht, die Krankheiten verschwinden nicht. Manchmal passiert ein Wunder, wenn jemand sich bekehrt, eine Krankheit. Aber die meisten Leute, die sich bekehren, Stolz verschwindet nicht, Hochmut verschwindet nicht, Krankheit geht nicht weg, Dämonen gehen nicht weg. Wo bleiben sie? Die sind da. Und wenn solche Leute in der Gemeinde kommen, die Aufgabe der Gemeinde ist, Schwester, du warst in Exoterik, du hast Yoga getrieben, du hast Mantras, du bist astral gewandert, du hast Pendel gemacht, Wahrsagerei. Jetzt, man redet über alles, man geht jede einzelne durch, ohne eine zu vergessen. Man sagt dich los von jeder und man nennt die Geister, die man sieht, die man erkennt, raus aus dem Leben, raus. Der Boden ihrer Leben muss gereinigt werden, muss gesäubert werden. Amen. Israel ist in Kanaan eingetreten, haben die rausgeschmissen? Nein, die sind da geblieben. Deswegen hat Israel Probleme bis zum heutigen Tag. Israel hat Probleme mit Dalila gehabt. Israel hat Probleme mit Goliath gehabt. Israel, wenn die diese Völker vernichtet hätte, hätte sie Probleme gehabt? Nein. Haben die in dem Land gelebt? Ja. War Gott in dem Land? Ja. Böse Nationen waren ja? Ja. Nach dem Motto, Dämonen können nicht in einem Körper leben, wo Heiliger. Wer hat euch das gesagt? Die Bibel erzählt uns alles. Dämonen können in dir leben, der Heilige Geist ist da. Das ist das Wort. Ich kann dir das mit dem Wort Gottes belegen. Dämonen können in einer Person wohnen und der Heilige Geist ist da. Amen. Unsere Aufgabe ist, der Geist, der ständig dir böse Gedanken gibt, muss rausgeschmissen. Der Geist, der du bist im Christ, aber du bist noch alkoholabhängig, der muss raus. Der Geist, der dich dazu führt, drogenabhängig, obwohl du dein Leben Jesu gegeben hast, der muss rausgehen. Mhm. Boden muss gereinigt werden. Und wir auch in der Nation, wo wir sind, der Boden muss gereinigt werden. Nächste Woche werden wir lernen, wie reinigt man den Boden einer Stadt, einer Nation. Wie geht man gegen die Geister, die Umkehr, die unsere Evangelisation nutzlos machen. Wie geht man gegen solche Geister? Welche Ziel kann man erreichen nach solchem Gebet? Glaubt mir, geistliche Kampfführung führt dazu, dass nicht diese Gemeinde, sondern die Gemeinde Durchbruch erleben. Amen. Denn wir sind in dem Haus ein starker Mann. Mannheim ist das Haus ein starker Mann. Deutschland ist das Haus ein starker Mann. Und wir sind in dieses Haus eingetreten als Gläubige. Denn wir gehören nicht mehr zu diesem Haus. Wir kommen vom Himmel. Amen. Den Tag, wo du dich bekehrt hast, du gehörst zum Himmel. Und jetzt du bist als Botschafter Christi auf der Erde. Und wenn du sein Reich bauen möchtest, du musst das andere Reich plündern. Wir müssen das Reich Satan plündern. Aber glaub mir, du willst nicht nach Haus Satan kommen und sagen, ich nehme meine Schwester, die gehört mir, der lässt dich los. Nein, du musst das Satan erstmal binden und sagen, bleib still da. Ich bin gekommen um meine Schwester. Im Namen Jesus, du hast keine Vollmacht mehr, du bist entmachtet worden. Jetzt Schwester, komm, du bist im Reich Gottes. Und wenn er gebunden ist, der Geist, der in Mannheim Menschen blockiert, du redest mit jemandem über Jesus, er will nicht hören. Er führt Menschen immer in Homosexualität zu gehen. Er führt Menschen in falsche Wege zu gehen, in Humanismus und so weiter. Wir müssen mal der Geist der Humanismus sagen, wir schneiden dir mal die Zunge erstmal, damit Leute in Mannheim nicht mehr über Humanismus reden. Ja, wir müssen die sexuellen Geister erstmal die Sexualität zumachen, damit Leute aus dem sexuellen Gefängnis rauskommen. Und so werden Leute sich bekehren. Diese Prinzipien sind sehr wichtig.
wenn du sehen möchtest, dass Menschen sich in deiner Familie bewegen und bekehren, erkenne, welcher Geist in Bewegung in deiner Familie ist. Solange du ihn nicht erkennst, kannst du ihn nicht bekämpfen. Du musst erkennen, welcher Geist bewegt sich in meiner Familie. Und du kannst diesen Geist erkennen an den Eigenschaften der Leute. Denn wenn ein Geist in ein Mensch ist, erfüllt ihn zu tun, was er will. Denn ihr müsst gedenken, die Engel Satan waren Engel Gottes. Amen. Ein Engel der Hass, seine Aufgabe bei Gott war die Liebe. Menschen in Liebe zu halten. Ein Engel der Mord war ein Engel, der Aufgabe war, Leben zu proklamieren. Okay? Ein Engel der Lüge war ein Engel, der ein Botschafter der Wahrheit war. Wenn ab dem Moment, wo die Gott verlassen haben, die behalten ihre, wie nennt man das? Ihre Gabe, aber in Dunkelheit. Wenn du ein Engel, der Unzug sieht, du musst sehen, dieser Engel hat seine Gabe pervertiert. Okay? Denn die Engel Satan pervertieren die Gabe, die von Gott bekam. Nicht weil die Dämonen sind, die haben ihre Gabe verloren. Die haben dieselbe Gabe. Die haben dieselbe Kräfte, aber pervertiert. Okay? Wenn es steht geschrieben, Gott bereut nicht seine Berufung und seine Gabe. Satan hat dieselbe Gabe, die er hatte bei Gott. Aber pervertiert, aber im Böse. Okay? In Böse. Wenn. Die zum Schutz war, die dienen hier zur Zerstörung. Ja? So, die haben einfach komplett geändert. Und die sind weiter Engel. Aber Engel des Bösen. Ihre Aufgabe ist jetzt, alles zu vernichten, was Gott gehört. Alles zu zerstören. Aber die haben Widerstand. Die haben jemand, der sich gegen die widerstrebt. Na, widerstrebt, sagt man. Dieser jemand bist du. Die haben jemanden, der dich stoppen können in deiner Familie und sagen, genug ist genug. Ich habe erkannt, du bist der Geist der Tod. Deswegen sterben alle Männer in der Familie mit 40. Und warum sterben alle Männer mit 40? Weil jemand von euren Vorfahren einen Bund mit Satan gemacht hat und dadurch der Zugang zu dem Boden der Familie gewährt. Warum ist in der Familie Ehelosigkeit? Weil jemand vor euch einen Bund mit Satan gemacht hat und der Boden der Familie verseucht. Und die Bibel sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jetzt, du musst sagen, Herr, zeig mir die Quelle der Unreinheit in meiner Familie. Zeig mir, warum alle Männer sexuell süchtig sind. Zeig mir, warum Frauen immer Ehebruch begehren und in meiner Familie. Du siehst, du kannst das erkennen an die Bewegung der Leute, der Menschen in deiner Familie. Zeig mir, warum in meiner Familie diese hatte Wahrsagegeist, die andere hat Wahrsagegeist. Mein Sohn sieht Sache und kann Sache, die morgen, er kann schon Sache im Vorfeld sehen und sagen, es ist passiert. Es ist ein Geist der Wahrsagerei. Wo stammt es her? Und wenn Gott dir diese Erkenntnis schenkt, binde diesen Geist, gebiete die ein nach der anderen. Raus, raus. Wenn ihr ein Haus habt, bete für das Haus, salbe das Haus, deklariere, der Boden dieses Hauses gehört Jesus Christus. Ab dem Moment, du wirst anfangen, Durchbrüche in der Familie zu erleben. Wir leben in einer geistlichen Welt. Ihr werdet die Wahrheit erkenne und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir sind in der Schule der geistliche Kampf. Wir sind in der Schule, wo wir durchbrechen möchten. Wir sind in der Schule, wo wir sagen wollen, wir lassen uns nicht mehr
vor der Nase tanzen. Wir sind in der Schule, wo wir sagen, wir sind in unsere Vollmacht, unsere Autorität eingetreten. Wir sind in der Schule, wo wir sagen, wir kämpfen nicht mehr mit den Waffen des Fleisches, sondern den Waffen des Geistes. Wir sind in der Schule, wo wir wissen, unsere Feinde, mein Feind ist nicht Jonas, ist nicht Gabriel, sondern mein Feind ist der Geist, der Satan beauftragt hat, mich zu überwachen. Es gibt Geister, die beauftragt wurden, dein Leben zu überwachen. Das Ziel ist, dich von Gott zu trennen, von Gott zu entfernen. Und die lassen sich Zeit. Wisst ihr wie? Die kommen durch Krankheit, die kommen durch Jobverlust, die kommen durch Tod in der Familie, wo du anfängst zu zweifeln. Meine Mutter stirbt, Ehre sei dein Herr. Ich begrabe meine Mutter, ich lebe weiter mit Gott. Ich werde mich nicht umbringen, weil meine Mutter tot ist. Ich werde nicht Gott verlassen, weil meine Mutter tot ist. Halleluja. Und wenn die noch in dem Herr stirbt, an diesem Tag mache ich Musik, ich tanze. Meine Mutter ist zum Vater gegangen. Und ich werde auch sie dort begegnen. Amen. Oft wenn jemand stirbt, wir weinen 1-2 Monate. Ist gut. Aber wenn wir überzeugt sind, dass die Person zum Herr ist, man muss Leute einladen und feiern. Meine Mutter ist zum Vater gegangen. Halleluja. Wenn die bekehrt ist, geht sie zum Vater. Wenn die nicht bekehrt ist, dann kann man ein Jahr lang trauern. Wenn jemand nicht bekehrt ist und stirbt, ist vorbei. Ja? Geht nicht zum Gott. Aber wenn jemand bekehrt ist, er geht zum Vater. Amen. Halleluja. Gib Frage. Wir haben noch morgen Jüngerschaftskurs um 18.30 Uhr. Gell? Sei dabei. Wir gehen in die dritte Phase, dritte Kapitel. 18.30 Uhr bis ungefähr 20 Uhr. Dann habe ich die Französe auch um 20.30 Uhr. Wenn du Frage hast, online oder hier, bitte zögere nicht, steh deine Frage. Lass nicht Zweifel in dir. Amen. Und wenn jemand versucht, dich zu überzeugen, dass was gelehrt ist, falsch, bitte komm, rede mit uns erstmal, bevor du irgendwelche Entscheidungen triffst. Es ist sehr wichtig, wenn Unklarheit ist, dass wir das klären anhand des Wortes. Amen. Alles, was wir hier sagen, ist hier. Wir können alles belegen. Alles. Wir werden hier nichts sagen, was nicht hier ist. Amen. Gott ist gut. Wir stehen auf in der Gegenwart Gottes. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Keiner ist wie du. Niemand sonst berührt mein Herz. Halleluja. Wo auch immer ich noch suche, oh Herr, es bleibt keiner ist wie du. Keiner ist wie du. Niemand sonst berührt mein Herz. Oui. Wo auch immer ich noch such, oh Herr, es bleibt keiner ist. Du wirst jetzt beten und sagen, Herr, wenn ich die Quelle der Verunreinigung, der Boden meines Lebens, meiner Familie bin, Vater, vergib mir, wenn durch meine falsche Gedanke, falsche Gesinnung, durch meine falsche Zunge rede oder wenn ich falsch über Leute immer geredet habe und dadurch der Boden meines Lebens verunreinigt, wenn ich unterwegs ständig mit bösen Gedanken bin gegen Leute, gegen mein eigenes Leben, Vater, vergib mir. Wenn ich Zweifel gegen dir, Herr, habe,
Vergib mir, dass ich zweifle über dein Wort, über dich, Herr, dass ich mein Leben verunreinigt habe, dass ich Zugang an den Teufel, an die Dämonen, an Menschen gewährt habe, die mich in falsche Wege orientiert haben. Herr, vergib mir im Namen Jesus. Wenn ich die Quelle der Verunreinigung einer Gemeinde war, durch falsche Rede, durch falsche Denken, Herr, vergib mir im Namen Jesus Christus. Bete, 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 erhebe die Stimme. O Vater, im Namen Jesus Christus. Vater, wenn ich die Quelle, überall wo ich, Vater, falsch gehandelt habe oder falsch unterwegs war mit meinen Gedanken, mit meiner Zunge, wo ich Leute falsch kritisiert habe, Herr, wo ich Menschen verletzt habe, Herr. O Herr, vergib mir, Herr. Wo ich Menschen verurteilt habe, Vater. O Herr, vergib mir. Vergib mir, Halleluja. Vergib mir, Vater, ich brauche dich, Herr. Ich brauche deine Gegenwart, Herr. Komm, vergib mir, vergib jeder von uns. Vergib uns als Gemeinde, Herr. Als Gemeinde, wo wir falsch geredet haben, wo wir falsch unterwegs waren, Herr. Wo wir Falschheit in unsere Ehe gebracht haben, in unsere Familie gebracht haben, Herr. O Vater, vergib uns, Herr. Vergib unsere Herzen. Vergib unsere Gesinnungen, Herr. Vergib unsere Seele, Herr. Im Namen Jesus Christus. Vater, du sagst in dein Wort, Herr. Wenn mein Volk, über den mein Name gerufen ist, Herr, sich demütigt, Herr. O Vater, wir demütigen uns, Herr. Wir tun Buße, Herr. Wir bereuen, Vater, alles, was wir bis jetzt getan haben. Alles, was wir falsch getan haben. Wir beten um Vergebung. Wir beten um Vergebung, Herr. Wegen Unzug, Herr. Wegen Unreinheit, Herr. Wegen böser Gedanken, Herr. Wegen Falschheit, Herr. Wegen falscher Rede, Herr. Herr, vergib uns, Herr. Wenn wir mit unserem Körper gemacht haben, Herr, was unserem Körper geschadet hat. Herr, vergib uns, Herr. Vergib uns, Vater, im Namen Jesus Christus, Herr. Vater, komm uns zu Hilfe. Vater, komm uns zu Hilfe. Reinig unsere Herzen. Reinig unsere Seele. Reinig unsere Körper. Reinig der Boden unseres Lebens, Vater. Im Namen Jesus, wir lehnen die Werke der Dunkelheit, wir lehnen die Werke der Finsternis, wir lehnen die Lüge der Schlange, Herr, wir lehnen die ab, Herr, wir lehnen die ab, Herr, wir lehnen die ab, Herr. Vater, reinig uns, Herr, durch dein Blut, Herr, reinig deine Gemeinde, Herr, durch dein Blut, Herr, reinig dein Volk, Herr, durch dein Blut, Herr. Makatore baka, inderebosa, manderebokatasha, erbarme dich, oh Herr, erbarme dich in deine Gemeinde, Herr. Erbarme dich in diese Stadt, Herr. Erbarme dich in diese Nation, Herr. Erbarme dich, mächtiger Gott. Erbarme dich, himmlischer Vater. Erbarme dich, himmlischer Vater. Erbarme dich, himmlischer Vater. Mato rebaka, ekata ribaka dosha. Masete ribaka dorebosha. Indarabaka yasha. Mekanto rebaka doshete rebos. Mekanta ribaka yasha. Masete reboko riababa. Ekata rababa. Erbarme dich, Vater. Erbarme dich, Vater. Vater, erbarme dich, Vater. Nimm alle falsche Gesinnungen weg, Herr. Nimm alle böse Werke, Satan, aus unserer Mitte. Nimm die Verführung der Schlange, die Lüge der Schlange, die Blockade der Schlange, der Hass der Schlange, jede Werke der Schlange, Vater. Nimm aus deiner Gemeinde weg. Nimm aus deiner Gemeinde, Herr. Nimm aus deiner Gemeinde, Herr. Verbrenne die Werke der Schlange durch dein Feuer. Zerstöre die Werke der Schlange. Zerstöre die Werke dieser Boden. Zerstöre die Werke dieser Nation. Zerstöre die Werke der Schlange. Diese Nation, zerstöre Vater, zerstöre Vater, zerstöre Vater, zerstöre jede Müdigkeit des Feindes, jede Faulheit des Feindes, überall, wo der Feind Ablenkung in unsere Mitte bringt, Herr. Wo er Hass bringt, Herr, wo er Zorn, Unvergebenheit, vergebe, Herr, vergebe, Herr, vergebe, Herr, vergebe, Herr. Komm uns zu Hilfe, Vater. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen deine Gegenwart, Herr. Wir brauchen deine Kraft, Herr. Denn du allein bist Gott, Herr. Denn du allein bist mächtig, Herr. Denn du allein bist groß, Herr. Denn du allein bist wunderbar, Herr. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen deine Gegenwart, Herr. Wir brauchen deine Kraft, Herr. Wir brauchen dieselbe des selbe Sieg, Golgatha, hier. Wir brauchen, Halleluja. Denn du bist die Quelle des Lebens. Du bist die Quelle des Lebens. Du bist die Quelle des Sieges. Du bist die Quelle der Durchbruch. Du bist der Durchbrecher. Du bist unsere Hoffnung. Du bist unser Starketum. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen Makata Rebusch, Ekata Rakatasha, Makoto Ribakando Rebusch, Mekata Rekatasha, Masoto Rebakariashe, Makata Katakata, Ekata Kashataka,
Mein Haus ist der Heilige, ist der Tempel der Heilige Geist. Ich möchte, dass du für dein Haus betest und deklarierst, dass alles, was in deinem Haus Unreinheit gebracht hat, der Boden verunreinigt. Alles, alle Türen, was der Feind in dein Haus, hintere Tür, die er offen gelassen hat, um Zugang in deine Familie, um Zugang in deine Ehe, um Zugang in dein Haus, dass diese Tür, dass der Herr dir die Tür öffnet und die Tür offenbart und dass du einfach durch die Kraft des Geistes jede Werke, was Satan in dein Grundstück, in dein Haus eingepflanzt hat, dass die vernichtet und zerstört werden im Namen Jesus. Bete für dein Haus, bete für die Reinigung des Hauses, bete alles, was in dein Haus eingetreten ist, was denn Gott nicht die Ehre geben soll, ausfahren. Alle Krankheiten, alle Müdigkeiten, alle Freiheit, alle Faulheiten. Jede Vater, im Namen Jesus, jede Werke Satan in mein Haus, Herr. Überall, wo Satan hintere Türe gelassen haben, Herr. Vater, schließ jede Tür, sperr jede Tür. Offenbart mir die Werke Satan. Offenbart uns, Herr. Überall, wo Satan eindringt, um die Familie zu zerstören, Vater. Durch Krankheiten, durch Blockade, durch Streit, Herr. Durch Halleluja, durch böse Werke. Vater, im Namen Jesus Christus, Herr. Gloria, Baba, 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 Baba. Ekatoria bakotose, mandara bakariashe, mekatoria bakondorobose, makateria bababa, mekatore bakariashe, mekatori bakariashe, masotore bakariashe, makatore bababa, ekatore bababa, masata keria baba. Ich lehne die Krankheit in mein Haus, ich lehne die Blockade, ich lehne die Blockade, ich lehne die Hindernisse Satan, zerstöre die durch das Blut und das Feuer, Herr, durch das Blut. Und das Feuer, Herr, durch das Blut und das Feuer, Herr, im Namen Jesus Christus. Halleluja. Halleluja. Wenn du hier bist und du hast oder du hast getan oder gelebt in einem Haus, wo man mit Pendel zu tun hatte, mit Wahrsagerei, mit Karte lesen, mit Hexerei, wenn du selbst dieselbe Werke getan hast, du hast ein Voodoo-Priester-Besuch oder Heilpraktiker hat dir deine Zukunft gesagt. Man hat dir die Karte aufgelegt. Man hat die Zukunft in der Tasse gelesen. Man hat dir ein Talisman gegeben, um dich zu schützen oder Schutzengel zu Hause. Alle diese Dinge, wenn ihr merkt, wir werden eine Liste auch hier geben. Und diese Liste wird ihr erkennen, wenn deine Eltern zum Beispiel Pendel oder irgendwas getan haben, deine Eltern Wahrsagerei oder solche Menschen besucht hat oder jemand kam bei euch und hat Leute die Zukunft gesagt, bitte rede drüber, denn es sind Türöffner, es sind Sachen, die Zugang zu Satan in der Familie, in dem Haus geben. Und bitte sucht nach Gesprächen. Es gibt Brüder und Schwestern hier. Wenn ihr nicht schafft, mit mir Gespräche zu haben, bitte, ihr könnt mit Brüdern und Schwestern Gespräche anfangen. Und dann werden wir, die werden mir eine Zusammenfassung machen. Dann werden wir uns treffen und für dich beten. Wenn du nie in deinem Leben Befreiung erlebt hast, aber du erlebst Sachen, du komisch findest in deinem Haus, in deinem eigenen Leben, ständige Müdigkeit, wenn du die Bibel öffnest, du schläfst sofort ein, du schaffst nicht mal 5 Minuten zu beten, du hast immer Lust nach Drogen, du hast Süchte, Fresssucht, Sexsucht, Alkoholsucht, Zigarettensucht, alle diese Süchte, wenn ihr das habt, bitte notiert, komm zu Gespräch, such nach Gesprächen, egal was du hast, wenn du merkst, in der Familie, es gibt ständige Fehlgeburt oder keiner bleibt in der Ehe. Es gibt ständig Scheidungen. Es sind Zeichen manchmal, dass dämonische Werke aktiv sind. Bitte bete und lass uns gemeinsam drüber reden. Sag nicht mit dem Verstand, ach, es ist normal, es ist normal und so weiter. Nein, wir sind geistige Menschen und wir sollen die Sache geistig anschauen und suchen, was Gott uns drüber sagt. Amen. Bleib nicht mit deinen Situationen, bleib nicht mit deinen Problemen, komm, such nach Hilfe und wir werden gemeinsam drüber reden und beten. Amen. Wir gehen weiter mit in diese Lehre.
gut vor Ende dieser Lehre. Ich möchte, dass alle, die Mannheim gut kennen, die Geschichte Mannheim, was in Mannheim war. Ich weiß, dass Mannheim, der Bahnhof Mannheim, ein Drehkreuz für den Holocaust, ne, wo die Juden durch Mannheim von dem Bahnhof aus transportiert wurden. Alle diese Sachen, bitte, wir sammeln diese Informationen. Amen. Ihr gebt das an Nina oder Daniela. Und wir müssen die Informationen über diese Stadt sammeln. Wenn ihr Zeuge war oder eure Eltern euch erzählt haben, dass Christen getötet wurden in Mannheim oder irgendwas in Rhein-Neckar, böse, wenn ihr die Geschichte kennt, bitte gib uns, wir wollen für diese Stadt beten, für diese Region beten, damit Gott uns die Freiheit schenkt. Amen. Wir wollen mit der Gemeinde durchbrechen, aber es ist auch wichtig, uns zu erkundigen, der Boden, wo wir sind, was ist. Ich war im Südfrankreich, in der Region Perpignan. Ich sage euch, diese Region ist groß wie Rhein-Neckar, aber es gibt kaum Pfingstgemeinde, die dort durchbrechen. Alle gestorben. Alle. Du triffst Christen, die sagen, wir wissen nicht, wo wir gehen sollen. Die einzige Gemeinde, die noch ein bisschen besteht, ist die Gemeinde von Pastor Patrick. Wenn du dort eine Gemeinde öffnest, plötzlich kommt Hexerei, plötzlich kommt Zauberei, plötzlich Menschen kommen in der Gemeinde. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir beten und dass wir uns erkundigen und wir in Kampf eintreten, damit die Gemeinde frei ist, wird sich zu bewegen. Amen. Und das wollen wir am Ende dieser Lehre. Wir werden am Ende der Lehre hier kommen, nur über alle Informationen, die wir bekommen haben, Buße tun, beten und deklarieren, dass diese Stadt, diese Region gehört Jesus Christus allein und dass die Seele freigesetzt werden, um das Evangelium zu empfangen. Amen. Es ist auch wichtig, Jesus Christus trifft einen Vater. Sein Sohn ist mundsüchtig. Jesus stellt die Frage, seit wann? Er war doch Gott, aber er stellt die Frage, seit wann passiert es? Es ist normal, dass er fragt. Es ist auch normal, dass wenn du Sachen siehst in deiner Familie, seit wann? Wie ist es entstanden? Oma hat Leute immer die Zukunft gesagt. Wo hat sie diese Kraft bekommen? Du musst wissen, wenn Oma das hatte, die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Konsequenzen davon trage, ist sehr groß. Deswegen ist es sehr wichtig, Erkenntnis zu haben. Ezekiel 16 sagt er, Jerusalem, hier ist deine Herkunft. Sehr wichtig. Am Ende, nach dieser Lehre über geistliche Kampfführung, wir werden die 7 Völker der 5. Mose 7 studieren. Die Eviter, die Jebusiter, die Gigasiter, die Amoriter. Wir werden 7 Wochen lang die 7 Geister studieren. Ihr werdet sehen, wie die noch sehr aktiv ist im Sinn in der jetzigen Gemeinde. Amen. Gott segne euch. Kommt gut nach Hause. Amen. Danke für eure Geduld, euer Vertrauen. Danke, dass ihr da seid. Wir lieben euch alle im Namen Jesus. Amen. I was lost and you found me. I was broken and you healed me. You brought me out. Brought me out. I was lost and you found me. I was broken and you healed me. You brought me out. You brought me out. I was lost and you found me. I
was broken and you healed me. You brought me out. You brought me out. I was lost and you found me. I was broken and you healed me. You brought me out. You brought me out. You brought me out. Hungry.